So, hallo und herzlich willkommen im Arbeitszimmer. Ich wurde jetzt 18 Mal gestört und hoffe, jetzt kann ich mal richtig loslegen. Wir sprechen über illegalen Holzeinschlag, illegale Holznutzung. Und ja, das machen wir jetzt. Und dazu gibt es vielleicht eine Sache, die wir gleich am Anfang anklären müssen. Beispiel Frankreich und die Demokratie. Das ist deswegen völlig aus dem Zusammenhang gerissen, aber es gibt da einen schönen Satz, der mir als Mensch, der mit Frankreich manchmal schon ein paar Schwierigkeiten hatte, deswegen in Erinnerung geblieben ist, weil ich eben mit Frankreich schon mal ein paar Schwierigkeiten hatte. Natürlich ist das ein schönes Land, alles gut, kein Problem, ne? Ich will auch gar nicht die Franzosen schlecht machen, aber jede Diktatur ist ein Zentralstaat. Nicht jeder Zentralstaat ist eine Diktatur. Das war so ein Lernsatz, den ich mir aus Geschichte bzw. Gemeinschaftskunde in der Schule gemerkt habe und bezieht sich eben auf Frankreich, weil Frankreich mit Paris tatsächlich ein Zentralstaat ist, ohne eine Diktatur zu sein. Man kann ja viel über die Franzosen sagen, aber besonders diktaturmäßig geht es da nicht so. Die revolutionieren ja wieder von vorne bei jedem kleinen Mist, der ihnen von der Regierung nicht gefällt. Das kann man gut finden, das kann man schlecht finden, das tut auch gar nichts zur Sache. Aber dieser Merksatz, ne? Jede Diktatur ist ein Zentralstaat, aber nicht jeder Zentralstaat eine Diktatur. Das kann man auch so ein bisschen auf illegalen Holzeinschlag anwenden. Nämlich, jeder illegale Holzeinschlag ist scheiße. Aber nicht jeder legale Holzeinschlag ist deswegen automatisch gut. So ungefähr, ja. Ich hoffe, ihr wisst, worauf ich hinaus will. Ich mache mal einen kurzen Schnitt und überlege mir den Satz nochmal richtig. Man könnte auch sagen, jede illegale Holznutzung ist Raubbau. Was nicht zwingend bedeutet, dass jede legale Holznutzung kein Raubbau ist, aber bei der legalen Holznutzung gibt es zumindest eine gewisse Chance, dass es sich um Nicht-Raubbau handelt. Bei illegaler ist es immer Raubbau. So, und das ist so ein bisschen vielleicht die Quintessenz, die man gleich mal am Anfang klären muss. Holznutzung, viele Leute denken ja inzwischen, Holznutzung an sich sei der Feind, das ist Blödsinn. Wir brauchen ja irgendwelche Ressourcen und insbesondere müssen wir uns auf Ressourcen versteifen, die nun mal nachwachsen sind. Und damit ist Holz ganz, ganz, ganz weit vorne dabei, weil man damit jede Menge Zeug machen kann. Ja, auch mit Hanf und Stroh und so weiter, aber eben vor allen Dingen dann doch auch mit Holz. Und die Holztechnologie, die ist auch schon vorhanden seit 20.000 Jahren oder sowas in die Richtung. Hanftechnologie gibt es noch nicht ganz so lange. Deswegen haben wir da einen gewissen Entwicklungsvorsprung, wenn wir weiterhin Holz nutzen und mit Holz bauen und mit Holz unsere Sächelchen produzieren und auch mit Holz heizen. Also wenn wir jetzt eben mit den modernen biogenen alternativen Rohstoffen da rumhantieren. Nicht, dass das schlecht wäre, mit denen rumzuhantieren, aber auf Holz zu verzichten, ist sicherlich in den nächsten Jahrzehnten keine Option. So, trotzdem lässt es sich eben auch nachhaltig gewinnen, weil man kann ja grundsätzlich mit dem kleinen Mantra der Forstwirtschaft in Deutschland arbeiten und sagen, ich hacke immer nur so viel um, wie im gleichen Zeitraum wieder nachwächst. So, und wenn das überall gewahrt wird, dann haben wir eventuell immer noch riesige Kahlschläge, die total hässlich sind, die wirklich scheiße aussehen und die einem in der Seele wehtun, aber es sind bei legaler Holznutzung immerhin nur so viel Kahlschläge, dass an anderer Stelle die gleiche Menge Holz eben wieder nachwächst. Und das mag man im ersten Moment wirklich Schwierigkeiten mit haben. Und insbesondere wir Deutschen haben, wenn wir ins ausländische System mal reingucken, zum Beispiel nach Skandinavien, die ja standardmäßig Kahlschläge machen, immer noch, haben da großes Bauchweh mit. Trotzdem kann man denen jetzt nicht unterstellen, die würden nicht nachhaltige Forstwirtschaft betreiben oder massiven Raubbau an der Natur betreiben. Allein Schweden oder Norwegen haben zum Beispiel das Zigfache, ja, die gigantisch mehr Fläche auch komplett aus der Nutzung genommen als wir. Das heißt, wir müssten, wenn man das aus dieser Perspektive sehen möchte,
definitiv aufhören mit Steine schmeißen Richtung Skandinavien und denen vorschreiben wollen, wie sie ihre Forstwirtschaft durchzuführen haben. Was die an Nationalparkfläche haben, ist jenseits von Gut und Böse. Ich kann euch jetzt keine genaue Zahl nennen, aber das 3, das 4, das 5, 6, 7-fache, vielleicht auch das 10-fache als wir, haben die locker. So, das also jetzt mal so grob die paar einführenden Worte, die mir spontan eingefallen sind. Illegale Forstwirtschaft ist immer völlig unkontrolliert. Und es gibt da auch niemanden, der da in irgendeiner Form dahinter steht, um zu sagen, ihr dürft nur so viel rausholen, wie die Landschaft verkraften kann, wie das Ökosystem in kurzer Zeit wieder regenerieren kann. Weil es steht nämlich überhaupt niemand dahinter und sagt, ihr dürft irgendwas nicht. Ja, die machen einfach, was sie wollen. Und da das Ganze schnell gehen muss, kurzfristige Gewinnmaximierung und man schnell wieder weg sein will, macht man einfach alles platt, völlig tabula rasa. Es ist einem vollkommen egal, welche Schäden dabei entstehen und das alles verschippt man dann für möglichst wenig Geld nach sonst wo. Ja? Also, dass die Einkaufspreise für denjenigen, der das kauft, auch wieder so niedrig sind, dass er eben lieber das kauft, als das teure Zeug, wo man ein bisschen drauf geachtet hat, dass man halt eben bei der Holzernte nicht alles kaputt macht. Und das führt eben dazu, dass der Motor der illegalen Holznutzung immer schön weiter angetrieben wird durch den Konsumenten, der oft woanders sitzt, als die illegale Holznutzung tatsächlich stattfindet, weil wo haben wir denn die Hotspots? Die haben wir natürlich im Amazonas, die haben wir auch im Kongo-Becken, die haben wir generell, Entschuldigung, in den regenwaldreichen Gebieten Afrikas. Wir haben sie in der Umgebung Chinas, nicht so sehr in China selber. Wir haben sie insbesondere auch massiv, am massivsten auf dem ganzen Planeten, in Indonesien, sämtliche dieser Inseln. Und das sind zufälligerweise auch alle die Orte, an denen es die höchste Biodiversität des Planeten gibt. Also wenn es irgendwo besonders wehtut, unkontrolliert Natur zu zerstören, dann da. Wo haben wir auch noch illegale Holznutzung, wo sie zwar auch ein großes Problem ist, aber erstmal zumindest keine ganzen Lebensräume oder ganze Arten bedroht? Sibirien beispielsweise. Ja, die Borealis ist ein Lebensraum, der auf gigantischen Flächen, für unsere kleinen beengten Verhältnisse auf unserem kleinen beengten Planeten, auf gigantischen Flächen ein und dasselbe, nur in Details unterschiedliche, jetzt klingelt schon wieder, Sekunde. Ja, nur im Detail unterschiedliche Ökosysteme aufweist eben dieser boreale Nadelwald. Ja, da gibt es also schon Unterschiede, aber es bleibt zum Beispiel alles ein Fichtenwald. Buff. Und ob man jetzt von diesem Fichtenwald 20, 30, 40, 50% umhaut, auch ohne irgendwie legalen Hintergrund, ja, und natürlich ist das eine katastrophale Übernutzung. Und das wäre auch schlimm. Aber der Schaden ist doch nicht zu vergleichen mit 20, 30, 40%, und die sind natürlich schon längst weg vom tropischen Regenwald, weil da mit jedem Hektar Wald gegebenenfalls irgendeine Art dabei hätte sein, die da jetzt ausgestorben ist, dabei sein könnte, die wir noch nicht mal entdeckt haben. Wir wissen also noch nicht mal, wie viele Arten, Lebewesen es überhaupt gibt in den Tropen. Und es ist mit Sicherheit so, also rein allein schon durch die Statistik, dass wir schon wieder jede Menge davon gekillt haben, bevor sie jemals irgendein Forscher überhaupt zur Kenntnis genommen hat, dass sie existieren. Das kann man jetzt schlimm finden, kann man aber auch sagen, ach, das ist doch schon nicht so dramatisch. Aber spätestens bei der Idee, dass wir unseren globalen Waldanteil so massiv reduzieren, dass die Sauerstoffrückgewinnung der Erdoberfläche massiv reduziert wird, da muss man dann doch schon sich so ein bisschen Sorgen machen. Das erfordert allerdings wirklich einen massiven Eingriff in den Wald, also wirklich so richtig, richtig, richtig viel. Ist nicht eine Frage des Ob, sondern, wenn man ein bisschen pessimistischer an die Sache herangehen möchte, eher eine Frage des Wann. So. Gründe für illegalen Holzeinschlag. Fangen wir an der Wurzel an, und die Wurzel lautet Armut. Generelle Armut des Landes und der jeweiligen Bevölkerung oder generelle Armut der Region. Denn ohne Armut funktioniert das Ganze nicht. Weil, wenn alle Leute genug Geld haben, ja, nehmen wir mal an in Bayern. In Bayern kommt irgendein spaßeshalber kubanischer Holzeinschlagskonzern, der illegales Holzeinschlag macht, ja.
ist eher unwahrscheinlich, dass das Kubaner sind. Jetzt nehmen wir sie einfach mal. Und wer aus Kuba ist und hier zuschaut, der darf sich mit vollem Recht ganz ordentlich bei mir beschweren. Und dann mache ich eine Gegendarstellung und weise darauf hin, warum Kuba eins der nachhaltigsten Länder der Welt ist in vielen Nachhaltigkeitsstatistiken. Und dann geht es den Kubanern wieder gut. Und weil man nur auf die Leute schimpfen darf, die ja sowieso irgendwas richtig machen, nehmen wir also jetzt ein kubanisches, böses, kubanische Zigarren rauchendes, am besten noch gleichzeitig noch Drogen vertickendes Holzeinschlags, mafiöses Kartellunternehmen. So. Und dieses gehe ich jetzt hin in Bayern und sagt, hombre, der Wald muss weg. Dann sagt der Bayer, was willst du hier? Und klingt genauso wie mein Vermieter, den ich nämlich auch immer nicht verstanden habe. Irgendwas von mir wollte. So, damals. Jedenfalls soll das so viel bedeuten wie schier dich weg und wir sahen mir und wir haben das immer so gemacht und so machen wir das weiter. Und außerdem, so ein Bayer interessiert sich nicht wirklich dafür, wenn man ihm irgendwie vergleichsweise geringe Summen anbietet, die prozentual so irgendwie sich vielleicht im Bereich von 10% seines Netto-Monatseinkommens bewegen. Um dafür seine geliebte Heimat zu verschandeln. Und warum interessiert er sich nicht dafür? Weil so unser Klischee-Bayer nicht besonders arm ist. Ja, er ist zwar jetzt nicht der Reichste unterm Himmel, aber doch so wohlhabend genug, dass er auf keinen Fall auf seine berühmte bayerische Heimat verzichten würde und da irgendwas kaputt machen wollen würde. Dann versucht es also jetzt unser Mafia-Boss woanders, geht irgendwie ein paar Etagen höher, geht in die Lokalregierung zum nächsten Bürgermeister Zipfelhuber und fragt den Bürgermeister Zipfelhuber, ich gebe dir 10.000 Geld und dafür darf ich heimlich hier im Gemeindewald von Untertitting, Tutzelingen oder wie auch immer fiktive bayerische Ortschaft einfallen lassen, ist gar nicht so einfach. Südwestammergau. So, es gibt Ober und Unter, also muss es auch Südwest geben. Also wir nehmen die fiktive Ortschaft Südwestammergau und da will man eben den Bürgermeister mit lächerlichen 10.000 Euro oder sowas bestechen. Da wird sich der Bürgermeister denken am Arsch und selbst wenn er das Geld annehmen würde, dann ist noch vergleichsweise viel Bürokratieapparat über ihm drüber, der in irgendeiner Form beziehungsweise auch unten drunter ein gewisser Kontrollapparat, der relativ schnell feststellt, dass der Bürgermeister Zipfelhuber ziemlich korrupt ist und dann wird er sehr schnell aus dem Amt eben entsprechend entfernt. So, also großkriminelle Strukturen, die wirklich einen Großteil der Macht in einer Region durch Geld an sich reißen, haben natürlich nur dann eine Chance, wenn die entsprechende Region auch wirklich dringend darauf angewiesen ist, ein bisschen Geld zu bekommen. Wenn die Leute so arm sind, dass sie so verzweifelt sind, dass sie jede Chance, ein bisschen Geld zu bekommen und ihre Lebenssituation ein bisschen zu verbessern, halt wahrnehmen müssen. Gegebenenfalls, weil sie sonst sogar am Hungertuch nagen, und zwar wirklich Hunger, nicht deutscher Hunger, wo du schlimmstenfalls nur noch von den 79 Cent Spaghetti aus dem Aldi leben darfst, was auch nicht toll ist, wirklich nicht. Gehe ich mal schwer von aus, so weit ist es bei mir dann doch nie gekommen, auch nicht als Student, wobei ich die dann ganz gerne immer mal wieder gegessen habe und mich dann gefreut habe, boah, heute hast du voll viel Geld gespart. Aber die Leute da, die verhungern wirklich, ja, die können sich nicht mal 69 Cent Spaghetti kaufen, weil Spaghetti da nochmal erheblich, wahrscheinlich noch billiger als 79 Cent sind, aber sie halt wirklich überhaupt kein Einkommen haben und irgendwie mit einem Euro am Tag zurechtkommen müssen und dann wird die Sache wirklich massiv schwierig und dann ist diese wirkliche, wirklich, wirklich katastrophal starke Armut in solchen Regionen einfach das Ding, was illegalen Machenschaften, insbesondere jetzt auch eben bei der Holzabholzung, weil was haben die da für sonstige Ressourcen in dieser Region? Warum sind denn die so arm? Ja, nix. Ne? Deswegen eben nur Holz verfügbar und das will man jetzt auch rausholen. Also, da ich glaube, die
Grundaussage, dass Armut der zentrale Faktor ist, der das überhaupt erst ermöglicht, ist klar. Ja, Armut bedeutet ja auch ein armer Staat. Der Staat hat auch nicht viel Einkommen, der Staat hat nicht viel Personal, der Staat hat nicht viel Möglichkeit, in Erscheinung zu treten. Der hat schon gar nicht das Geld, um zum Beispiel Hunderttausende von Rangern zu bezahlen, die im Wald umrennen und gucken, dass da kein illegales Holz umgeschlagen wird und all sowas, ja. Wenn wir jetzt also illegale Holznutzung zulassen, dann kriegen wir eben dadurch für die örtliche Bevölkerung erstmal, bis sie dann komplett versklavt ist, einen starken finanziellen Anreiz eben dazu, dass sie ihre Wälder kaputt kloppt, weil, das machen sie dann auch immer im Regelfall selber, sie haben einen Arbeitsplatz, sie kriegen ein bisschen Geld, einen lächerlichen Betrag dessen, was zum Beispiel Tropenholz eigentlich wert ist, wenn man es auf dem legalen freien Markt verkaufen wollen würde. Und da haben sie zumindest mal erstmal ihr Überleben gesichert. Und das ist klar, dass das für die erstmal eine deutliche Verbesserung ihrer Situation darstellt. Das heißt, die assoziieren dieses illegale Ausbeuterfirma Dingens da aus Kuba auch noch erstmal als was extrem Positives. Das ist also eine Spirale des Schreckens. Es kann aber auch sein, das ist die andere mögliche Ursache, wenn es nicht Armut ist, dass zum Beispiel in Regionen, wo ohnehin keine Menschen leben, die auch nicht darauf angewiesen wären, dann ihren Wald da auszubeuten, oder gar Regionen, in denen tatsächlich noch die wenigen Menschen, die wirklich im Einklang mit der Natur leben, also die letzten Ureinwohner von zum Beispiel tropischen Regenwäldern, ein Beispiel wären die Yanomami-Indianer, um die einfach mal genannt zu haben, die wirklich noch fast komplett ohne Einfluss der Zivilisation auskommen und deswegen kein Interesse daran haben, ihren Wald umzukloppen, weil was kriegen sie dafür? Eine Playstation, einen Fernseher brauchen die nicht, die brauchen lieber ihr intaktes Ökosystem, mit dem sie seit 100.000 Jahren oder was weiß ich, wie lange die da schon leben, wirklich lange auf jeden Fall, 20.000, 30.000 Jahre bestimmt, mit dem müssen sie dann da irgendwie das einzutauschen gegen einen Fernseher, scheint vielen von denen, die die Zivilisation noch nicht in ihren ganzen Schrecken und ihrem ganzen Reiz kennengelernt haben, scheint für die noch zumindest nicht reizvoll zu sein. So, und jetzt kommt ein anderer Faktor eben ins Spiel, nämlich Gier. Gier ist eine Eigenschaft, die Homo sapiens so angeboren wird. Gier bedeutet, wenn du eigentlich satt bist, noch eine Kugel Eis zu essen. Gier bedeutet, dass man die Chipstüte, nachdem man sie aufgemacht hat, auch leer futtern muss. Gier bedeutet, dass man irgendwelchen Schissdreck haben muss, dass man 1000 Messer braucht. Ihr wisst, was ich meine. Gier kann aber eben auch wirklich ins Schlimme ausarten, dass man der Meinung ist, oh, dieser Wald gehört ja niemandem, beziehungsweise da wohnen bloß ein paar blöde Indianer, die noch übrig sind. Die alle anderen haben wir ja schon umgebracht oder vertrieben oder sonst was. Dann lass doch mal den Bolsonaro zum Beispiel ein paar Millionchen zukommen lassen. Dann lässt er uns garantiert vor deren Haustür oder um ihr Dorf drumherum oder direkt in ihrem Dorf sämtliche Bäume fällen. Und dann verdienen wir einen Haufen Geld. Und wie gesagt, den Bolsonaro, wie auch immer der Typ heißt, will ich mir gar nicht merken. Der ist also da gehe ich vorher mit einem Trump gemütlichen Bier trinken, bevor ich den Kerl lösche, wenn er brennt. Also, boah, naja, okay, das war jetzt nicht freundlich, aber der Typ ist mir wirklich, wenn es jemanden gibt, also Staatsoberhäupter, die für den Planeten schlimm sind, da kann man jetzt unterscheiden, schlimm für die Menschheit im Sinne von emotional Schaden an der Menschheit, empathietechnisch Schaden an der Menschheit, also tote Menschen und so weiter, das ist die eine Sache, da gibt es Leute, die dafür schlimm sind. Und es gibt Staatsoberhäupter, die schlimm sind im Sinne von nicht unbedingt für die Menschheit, weil wenn der den Regenwald platt macht, dann ist das für die Menschheit zwar sehr, sehr schlimm, aber so gesehen ist das dann wieder für die Natur gut, weil dann das Problem mit der Menschheit irgendwann gelöst ist. Ihr wisst, worauf ich hinaus will, aber derzeit der umweltvernichtendste Staatsoberhaupt auf dem Planeten, der schlimmste überhaupt, ist wahrscheinlich der Präsident von Brasilien, so in den Relationen jeweils gesehen. Ich habe jedenfalls noch niemanden gefunden, der tatsächlich schlimmer wäre. Gut,
Ja, und Gier treibt natürlich dieses Geschäft mit dem illegalen Holz weiter voran, weil wenn man den Staat umgehen kann, dann muss man keine Steuern zahlen, ja, dann muss man seine Arbeiter nicht gerecht behandeln, sofern das überhaupt ein Staat ist, in dem das irgendwie wichtig ist und so weiter und so weiter. Gier ist nochmal ein weiterer gigantisch großer Faktor, der hier eine Rolle spielt. So, begünstigend wirken jetzt zusätzlich noch schwache staatliche Strukturen, dass wir also gar kein so durchbürokratisiertes Land haben wie unseres beispielsweise, wo man ganz einfach Papierchen fälschen kann, ganz einfach vertuschen kann, dass dieser Holzeinschlag, der hier stattfindet, jetzt gar nicht legal ist. Das spielt zum Beispiel eher eine Rolle in Sibirien, im Balkangebiet, in den Regionen um China und so weiter und so fort. Da versucht man schon, da gibt es schon meistens irgendwelche Papiere, die illegalen Holzeinschläger vorzeigen können. Die sind halt nur entweder gefälscht oder die haben halt einfach nur so ganz lapidare Papierchen oder gehen sogar, das kommt auch vor, davon aus, da kommt schon keiner und fragt, weil das Land hat gefühlt 10 Beamte und diese 10 Beamten haben anderes zu tun, als eben auf den Wald aufzupassen. Die sind wirklich generell anders beschäftigt. Ja? Also viele Länder haben einfach in ihrer ohnehin geringfügigen und schlechten Struktur erstmal jede Menge andere Prioritäten, bevor sie sich um irgendwas Sinnloses und für sie erstmal Nutzloses wie ein Urwald beispielsweise kümmern. Und auch das ist natürlich schon Kritik und das sollte nicht so sein, aber es ist verständlich. Ja? Also wenn du aufpassen musst, dass es keine Revolution gibt, dass du nicht selbst erschossen wirst, dass deine Familie nicht erschossen wirst oder so weiter und so fort, dann hast du wirklich erstmal andere Prioritäten, als dich um irgend so einen nutzlosen, erstmal unmittelbar nutzlosen Urwald zu kümmern. Dass man Umweltschutz findet, ist ohnehin ein Luxusproblem, das sich nur Länder leisten können, die derart im Wohlstand leben, dass sie auch einen gewissen Überfluss erfahren und aufgrund ihres zivilisatorischen Überflusses überhaupt das Bedürfnis entwickeln, in irgendeiner Form zurück zur Natur zu wollen. Jemand, der super arm im Wald hockt, der will nicht zurück zur Natur, der will da raus, weil der lebt ja schon in der Natur. Also diese Sehnsucht und vor allen Dingen diese Romantisierung der Natur ist ein Faktor, der wirklich nur entstehen kann, wenn man Natur nur sporadisch um sich herum hat und sonst im relativen Luxus sein Dasein fristet. Aber das ist nur meine Meinung. Ja, das ist jetzt nichts Hochoffizielles. Manches, was ich hier sage, ist mehr oder weniger hochoffiziell wie Armut als Hauptursache illegaler Holznutzung. Das ist tatsächlich so. Das kann man auch noch an anderen Stellen gegebenenfalls nachlesen. Dann haben wir fehlende oder zu komplizierte Gesetze mit viel zu vielen Hintertürchen, die illegale Holznutzung dahingehend legalisieren, dass man halt irgendein beklopptes, winzig kleines Hintertürchen in irgendwelcher Gesetzgebung ausnutzt, um aus einem de facto klar illegalen und definitiv raubbaumäßigen Holzeinschlag einen zumindest offiziell irgendwo so legal, mehr oder weniger, Holzeinschlag zu machen. Und das ist quasi genauso gut wie illegal. Nach internationalem Recht würde das natürlich auch sofort als illegal deklariert werden. Aber bei den löchrigen und komischen Gesetzen des jeweiligen kleinen Landes kann das durchaus sein, dass es da dann nach Landesrecht tatsächlich legal ist. Außerdem gibt es noch den Faktor Korruption, den hatten wir schon angesprochen, ich will ihn hier nochmal separat nennen. Länder, die eben schlechte staatliche Strukturen haben, in denen groß viel Armut herrscht, haben auch keine finanziell unabhängigen Staatsapparate. Ja, die Polizei ist nicht finanziell unabhängig, Staatsanwaltschaft nicht, irgendwelche Beamten, die da irgendwelche Zettelchen ausfüllen, nicht. Die verdienen alle so wenig, dass sie ein bisschen zusätzliches Geld brauchen können. Und in dem Moment ist ein System eben super anfällig auf Korruption. So gesehen, der vielleicht eine mir einfallende, wirklich gute Grund, weshalb wir unsere Politiker halbwegs vernünftig aus Steuertöpfchen bezahlen sollten, mindestens halbwegs vernünftig, ist, dass die dann weniger anfällig sind, so zumindest in der Theorie, für Korruption. Ja?
kann sich jetzt jeder aufregen, der das unbedingt möchte, oder ihr lasst es kurz sein, dann können wir uns wieder zum Thema zurückkommen. Ich glaube schon, dass unsere Politiker teilweise ein wenig Dreck am Stecken haben und da vieles nicht so läuft, wie es sollte, aber Korruption möchte ich Ihnen jetzt wirklich zumindest nur im sehr, sehr minimalen Umfang unterstellen wollen, ne? Also irgendwelche Nebentätigkeiten und solche Späße, ne? Aber gut. Fehlende Sanktionsmöglichkeiten. Ein armer Staat hat auch wenig Polizeigewalt, hat vermutlich wenig Militär und wenn doch, dann ist das auch wieder korrupt und so weiter und so weiter. Also was sollst du denn machen gegen die illegalen Holzfuzzis, wenn die das schon eine Weile betreiben können, die sich locker eine Privatarmee zusammenstellen, die wahrscheinlich an Schlagkraft die nationale Armee des jeweiligen Landes bei Weitem übertrifft. Das wird also schwierig, da jetzt irgendwas sanktionieren zu wollen. Okay, das wäre jetzt ein Extrembeispiel, wenn das wirklich so weit kommt, dass die nationalen Schlagkräfte der Holzmafia unterlegen sind. Aber Gegenmaßnahmen gegen illegale Holzeinschläge sind übrigens auch wieder ein Grund für illegale Holzeinschläge. Weil Gegenmaßnahmen laufen oft so ab, beziehungsweise zumindest früher war das so, dass man eben gesagt hat, ihr rodet viel zu viel Wald, ab sofort müssen wir ganz viele Auflagen erlassen, dass zum Beispiel Tropenholz generell nicht mehr importiert werden darf. Und weil das ist ja voller Raubbau und der arme Tropenwald, den müssen wir erhalten, deswegen kaufen wir jetzt kein Tropenholz mehr. So, mit so einem generellen Tropenholzboykott erreicht man dann, dass legal keins mehr verkauft werden darf, aber illegal natürlich immer noch durch das Hintertürchen alle drauf scheißen und illegal schön weiter Tropenholz verkauft wird und zwar dann nur noch illegal. Ha? Und damit hat man die Kontrollmöglichkeit komplett aufgegeben. Mag sein, dass dann Deutschland kein Tropenholz mehr kauft, dafür kauft Russland und vor allen Dingen natürlich China. Und die USA lassen sich da auch nicht lumpen und importieren fröhlich weiter. Und so weiter und so weiter. Das heißt, man müsste schon ein weltweites Tropenholz-Importverbot erlassen und gleichzeitig die armen Leute, die jetzt nicht mehr lebensfähig sind, weil sie kein Holz mehr verkaufen, mit irgendeiner Form von Unterstützung lebensfähig erhalten. Ja, das nur mal so ganz grob als tendenzielle Idee. Wenn also das Grundproblem der Armut nicht gelöst wird, wirken Maßnahmen gegen Holzeinschlag nur den illegalen Holzeinschlag vergrößert. Weil je schwerer eben der legale Holzeinschlag den Leuten auch gemacht wird, desto mehr tendieren sie dann lieber dazu, den illegalen Weg zu wählen. So, das waren jetzt alles Gründe. Ich mache einen Schnitt, trinke einen Schluck und wir machen Wirkung. Ja, also, zunächst einmal, wenn man den Wald übernutzt, dann ist er erstmal weg. Das ist schon primär Wirkung Nummer 1 und sicherlich die für uns als Waldfreunde jetzt erstmal schlimmste entsprechende Wirkung, gibt es aber noch darüber hinaus noch ein paar mehr. Ich habe es jetzt unterteilt hier in ökologische Wirkungen und wirtschaftliche Wirkungen, weil auch wirtschaftlich entsteht bei illegaler Holznutzung ein Haufen Schaden, der einfach nicht weggeredet werden kann. Ja, also auch wenn ich ja immer mal wieder höre, außer kommerziellen Interessen spricht doch gegen XY nichts dagegen oder sonst wie. Das würde ich nicht so sagen, weil, beziehungsweise das mag stimmen, aber wir können eben kommerzielle Interessen auch nicht völlig ignorieren. Das wäre dann irgendwie so ein anarchistisches Weltbild, was einfach ignoriert, dass das eine Rolle spielt. Und es geht auch tatsächlich gegen die Natur des Menschen, die halt nun mal darin besteht, dass man sich gerne irgendwelche Reichtümer oder zumindest einen gesicherten Lebensunterhalt zusammen anhäuft. Und wenn der zum Beispiel auf deutschem Niveau von der ganzen Welt umgesetzt werden sollen würde, dann wäre der Planet definitiv zu klein. Das heißt, es muss streng genommen entweder weniger Superreiche geben, viel weniger, oder viel mehr Arme, um eben dann die paar Superreichen, die es dann gibt, anteilig an der Gesamtbevölkerung finanzieren zu können. Das ist jetzt generell ein ziemlich kommunistisch-linker Gedanke, aber entstammt schlicht und ergreifend der Ökologie bei Ressourcenmenge X
und Verteilungsmöglichkeit. Entweder jeder gleich viel oder ein paar ganz, ganz viel und der Rest kriegt quasi den Abfall. Ja, das sind, es funktioniert streng genommen beides. Also ein bei ganz vielen Ressourcen 90% auf die 10% reichsten und 10% der Ressourcen auf die 90% restlichen Leute zu verteilen, geht auch. Man kommt trotzdem nicht über 100%. Ja? Ob das jetzt gut ist? Jetzt mag jemand, der von kommunistischen Ideen so überhaupt gar nichts hält, sagen, ja, das ist gut. Das ist dann auch in Ordnung. Völlig okay. Von mir aus, mir egal, aber aus ökologischer Sichtweise spielt eben nun mal Ressourcenverteilung bei X, also der endlichen Menge an verfügbaren Ressourcen, eine Rolle. Na? Das ist so. Ja, also Wirkungen ökologischer Art. Massive Übernutzung von Wäldern, ergo Wälder weg, weil keine kontrollierte Holznutzung. Das heißt, das hatte ich ja eingangs schon angesprochen, legale Holznutzung mag immer noch nicht perfekt sein, aber sie hat zumindest als Minimumreglement drin, dass du ungefähr guckst, wie viel habe ich wann eingeschlagen. Dann kann die Wissenschaft hingehen und sagen, okay, euer Wald regeneriert sich so und so schnell, gegebenenfalls sehr langsam, gegebenenfalls ziemlich flott. Das heißt, das ist jetzt noch in Ordnung oder nächstes Jahr müsst ihr mal ein bisschen weniger machen oder ihr nutzt viel zu wenig, ihr könntet theoretisch ruhig mehr nutzen, damit wir dann eben mehr Ressourcen zur Verfügung hätten als Gesellschaft. Auch das kommt vor. Beispiel in Deutschland, der Privatwald ist tendenziell rein vom Nachhaltigkeitsgedanken her eher deutlich unternutzt. Wir könnten also viel mehr Holz im deutschen Wald machen, in den Privatwäldern. Denn wer nicht professioneller Förster ist, neigt dazu, wenn er mal durchforstet, das sehr vorsichtig zu tun. Das ist natürlich auch nichts Schlechtes und dadurch haben wir ein bisschen mehr Holz im Wald stehen. Aber rein vom Nachhaltigkeitsgedanken her könnte man in vielen Wäldern mehr rausholen, als tatsächlich passiert. Ja? Auch wenn das nicht unbedingt sein muss, kann man sich streiten, aber es wäre rein... Hab's jetzt gesagt, ne? Massiver Verlust von Biodiversität und Lebensraum gilt natürlich insbesondere beim Plattmachen von Tropenwäldern. Das ist sicherlich eine der Top 3 großen Katastrophen, die derzeit ökologisch gesehen auf dem Planeten stattfinden. Die Entwaldung der Tropen also definitiv in den Top 3. Ja, zusammen mit, ich würde es Flächenversiegelung nennen und eben dem Klimawandel. Im Anthropogen verursachten. So, dann haben wir noch die massive Vernichtung der einzigen wirklich effizienten terrestrischen CO2-Senke, Thema Klimawandel. Es gab jüngst, dazu mache ich auch nochmal ein Video, ich bin da ein bisschen, das ist schwierig, das ist ein hochkomplexes Thema, aber es gibt da jüngst eben erst einen Artikel, der in Nature veröffentlicht wurde, übrigens von Schweizern von der ETH Zürich, also Wissenschaftler, die an der ETH Zürich arbeiten, ob das alle Schweizer sind, ist eine andere Frage, weiß ich nicht. Aber jedenfalls haben die herausgefunden, dass wenn wir jetzt, also sprich dieses Jahr nach Möglichkeit, vielleicht auch noch nächstes Jahr, vielleicht auch übernächstes Jahr, weil dann ist es auch schon wieder zu spät, massiv aufforsten würden, die aufforstbare Fläche, also sie haben sich nur Fläche rausgesucht, die realistisch, halbwegs realistisch zumindest, also mit dem notwendigen politischen Willen selbstverständlich, aufforstbar wäre, die jetzt und die nicht landwirtschaftliche Nutzfläche ist, also das, was wir derzeit an Fläche im Verbrauch haben, um uns selbst zu ernähren, das würde unangetastet bleiben und es geht wirklich nur um Flächen, die quasi nicht unter Nutzung sind, aber auch nicht unter Wald. Das sind global gesehen schon noch einige Flächen. In Deutschland gibt es sowas quasi nicht. Aber global gesehen sind da schon noch ein paar. Und wenn wir die alle aufforsten würden, mit dazu kommt der richtigen Baumart und der Tatsache, dass zusätzliche Flächen dazukommen, wenn es zum Beispiel in Sibirien wärmer wird, dann verschiebt sich die Waldgrenze nach Norden und das ist in einer gigantischen Landmasse wie Sibirien dann durchaus eine enorme Waldfläche, die dazukommt, die man dann auch dazu rechnen kann. Dann haben die das rechnerisch alles mal ausgerechnet und wenn wir das tun würden,
dann könnten wir damit quasi bis ins Jahr 2050 oder bis ins Jahr 2100 das zusätzliche CO2, was wir bis dahin prognostiziert in die Atmosphäre pusten, schon wieder rausgeholt haben, allein durch den enormen Zuwachs der zusätzlichen Wälder, die wir angepflanzt haben. Dass das nicht passieren wird, ist uns allen klar, aber Wald ist die größte und einzig wirtschaftlich sinnmachende CO2-Senke. Wenn wir also nicht nur versuchen wollen, den Ausstoß von CO2 zu reduzieren, sondern auch aktiv was gegen das Zeug zu tun, um es also quasi aus der Atmosphäre rauszuziehen, da gibt es ja Möglichkeiten, du gräbst ein Loch und kippst es rein, vorsichtig ausgedrückt, dass man irgendwie Gas in den Boden leitet und so weiter und so weiter. So jede Menge technische Lösungen, die sind alle nicht im Ansatz so günstig und so effizient und so erprobt, weil funktioniert seit 2,6 Milliarden Jahren wie Bäume ungefähr, ja. Nicht ganz. Moment, Bäume gibt es noch gar nicht so lange. Die gibt es erst seit 1, irgendwas Milliarden Jahren. Ja, Entschuldigung. Entschuldigung. Aber sie gibt schon eine Weile länger als alles andere. das ist also auch nochmal ein ganz, 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 ganz großer Faktor. Es ist quasi gar nicht mehr aufzuhalten, meiner Meinung nach und nach Überzeugung vieler Kollegen, wenn wir den Wald erstmal komplett vernichtet haben und dann auch irgendwie den Klimawandel aufhalten zu wollen. Dann ist auch nicht mehr so schlimm, weil es eh kein Wald mehr da, der sterben kann und dann lohnt sich sowieso nicht mehr weiter zu existieren. Das ist jetzt nur meine pessimistische Meinung, aber ich wollte sie mal gesagt haben. So, und das nächste ist Regenwald. Regenwald besteht aus zwei Wörtern. Nimmt man eins davon weg, funktioniert das Gesamtsystem nicht mehr. Ja, nimmt man also Wald weg, dann gibt es keinen Regen mehr. Und nimmt man Regen weg, dann gibt es keinen Wald mehr. Den Regen wegnehmen tun wir nur begrenzt. Da scheint momentan das noch ein relativ stabiles Klimasystem zu sein, dass es im Regenwald regnet. Daran hat sich bisher noch nichts geändert, ist auch nicht in Sicht. Aber wenn wir den Wald wegnehmen, dann ändern wir den Faktor Regen. Und damit ändern wir den Faktor Regen im Übrigen derartig massiv, dass wir das komplette globale Wettergeschehen auseinanderbrechen lassen, wenn der Faktor, dass es im Regenwald vormittags regnet, immer, ist das, und zwar heftig, dann sind das Wassermengen, die normalerweise einen kurzen Umlauf machen, sozusagen, die jetzt irgendwo anders hin transportiert werden. Ja, die Sahara wird grün, ja, oder auch nicht. Oder es gibt halt mehr Schnee in der Antarktis, der sofort wieder wegschmilzt und keiner hat was davon. Oder es regnet neuerdings mitten auf dem Ozean und keiner hat was davon. Oder es regnet irgendwo, wo es ohnehin schon viel regnet und da hat auch wieder keiner was davon. Die Chancen, dass dabei jedenfalls was Gutes bei rumkommt, wenn wir den Regen im Regenwald abschalten und irgendwo anders drunter kommen lassen, ja, ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Davon abgesehen, die Böden da sind so katastrophal beschissen, wenn es da keinen Wald mehr drauf gibt, der die Böden da hält, wo sie sind, dann ist das Resultat eine definitiv quasi gar nicht mehr pflanzenbesiedelbare Landschaft. Da wird so schnell nichts wachsen. Das heißt, wir kriegen Wüsten, wo jetzt Regenwald ist. Wüsten und Halbwüsten. Sind wir mal so ehrlich, Halbwüsten könnten auch dabei sein. Ist also nicht so schlimm. Ich glaube, das reicht an Dramatik. Ich muss jetzt noch dazu sagen, ich habe mir hier einen kleinen Deeskalator eingebaut. Natürlich hängen die Konsequenzen von illegalen Holzeinschlagmaßnahmen immer von der Größe der illegalen Holzeinschlagmaßnahme und vom Ort, wo die jeweils passiert, ab. Zum Beispiel holzt man in Polen irgendeinen schönen alten Wald, der aber noch nicht Urwaldcharakter hat, ab, dann ist der hinterher weg. Das ist schade. Aber was hat das noch für Konsequenzen? Das war's eigentlich auch schon. Ja? Es handelt sich um, sagen wir mal, 1000 Hektar. Ist global gesehen auch nicht wirklich, also, ist besser zu haben als nicht zu haben, aber ist das richtig, richtig schlimm? Nee, also selbst für Polen selber, für den polnischen Waldanteil sind 1000 Hektar relativ lächerlich. Ha? Anders sieht's aus, gleiches Land,
Gleiches Beispiel, wir holzen Wald ab, aber es handelt sich zum Beispiel um wirklich einen nahezu Urwald. Polen hat noch ein paar Buchenwälder, die nahezu Urwaldstatus haben. Ich bin mir nicht sicher, ob noch einer dabei ist, der tatsächlich Urwaldstatus hat. Wenn wir mal die globalen Einflussfaktoren durch CO2, durch Stickstoff, durch alles, was wir sonst noch in die Luft pusten, mal außen vor lassen. Das ist ja in der gesamten Atmosphäre. Das heißt, es ist auch in diesem Urwald, weil auch der ist Teil der Atmosphäre, beziehungsweise wird davon beliefert. So gesehen gibt es überhaupt kein Stück Urnatur mehr auf dem Planeten, weil wir die ganze Atmosphäre verändert haben. Aber so nah, wie man an Urwald noch kommen kann, so einen gibt es auch in Polen. So, und wenn wir jetzt da drin was wegkloppen, dann können wir ziemlich sicher sein, dass wir mehr oder weniger den oder zumindest einen eklatanten Anteil am letzten europäischen Buchen-Urwald vernichtet haben. Und das ist eine Katastrophe, die ist A, wissenschaftlich ganz, 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 ganz furchtbar. Man braucht ihn unbedingt, um ihn erforschen zu können. B, emotional ganz, 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 ganz furchtbar. Und C, stirbt auch bestimmt das ein oder andere super seltene Insekt aus. Ja, aber selbst hier, bei dieser für mich wirklich gigantischen Katastrophe, mir würde das unglaublich wehtun, muss man sagen, global betrachtet, ist nicht so schlimm. Und das sind eben diese Skalenebenen. Man muss immer lokal gucken, wenn der Wald neben deinem Haus weggebaggert wird, dann bist du ganz bestimmt sehr, 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 sehr traurig. Jemand, der 1000 Kilometer weiter weg wohnt, den interessiert das im Grunde nicht wirklich, ja? Wenn du ihm einen mitleidvollen Brief schreibst, so nach dem Motto, oh, mein Wald ist weg, spenden Sie jetzt, damit da nebendran nicht ein Parkplatz entsteht oder auf diesem Parkplatz wenigstens noch ein Baum gepflanzt werden kann, vielleicht funktioniert das, aber trotzdem ist Leid grundsätzlich umso niedriger, je weiter weg was Schlimmes passiert. Das ist immer so, ja? Das ist also auch psychologisch bedingt. Ich will also darauf hinaus, Abholzen von den Tropenwäldern betrifft uns alle und das ist in jedem Fall eine globale Katastrophe. So ein bisschen Waldrodung in Deutschland ist im Grunde global völlig egal. Der Hambacher Forst beispielsweise, der ist symbolträchtig wichtig. Das ist, mag ein ganz hübsches Waldgebiet sein, aber selbst für deutsche Verhältnisse ist der derart winzige Anteil der Waldfläche, dass er aus rein ökologisch, rein materiell, wenn man Emotionen mal völlig außen vor lässt und Symbolcharakter außen vor lässt, im Grunde total unwichtig ist. Ja? Und nein, da drin gibt es nicht irgendeine unglaublich super seltene Art, die man wirklich, wirklich unbedingt, unbedingt erhalten müsste. Es wäre schön und es macht Sinn, aber so unbedingt, unbedingt auch nicht. Ne? Anders als zum Beispiel jetzt in dem letzten Urwald Europas. Das ist eine andere Skalenebene. Ihr wisst also jetzt, worauf ich hinaus möchte, hoffe ich. Und damit gehen wir mal auf die wirtschaftlichen Konsequenzen des Ganzen ein. Massive Verluste für die legalen Holzunternehmen. Weil wenn du irgendwie dir einen Wald mit Vertrag und Siegel sicherst, dass du da Holz einschlagen darfst oder dir sogar einen Wald kaufst, um in regelmäßigen Abständen hier mal einen Baum und da mal einen Baum zu entnehmen. Und dann ist es für dich natürlich ein massiver Schaden, wenn jemand anders kommt und dir gleich alle Bäume absägt und damit abhaut, ohne dass du davon jeweils irgendeinen Cent gesehen hast. Das ist selbsterklärend, ne? In zweiter Instanz gibt es massive Steuerverluste für den Staat und das ist insbesondere dann natürlich wieder interessant, wenn es sich um einen sehr armen Staat handelt, der massives Steuereinkommen vom legalen Verkauf von unglaublich wertvollen Tropenhölzern massiv gut gebrauchen könnte. Und was sieht er halt eben, wenn es illegal passiert? Der Staatschef sieht ein paar Millionchen, ein paar andere Regierungsbeamte sehen ein paar Millionchen. Was sieht die Staatskasse? Nix. Und trotzdem ist es weg. Und wirtschaftlich gesehen stellt der Wald eines Landes natürlich ein Kapital, insbesondere wenn der Wald nicht wie bei uns in kleine Privatparzellen unterteilt ist zu 50%, sondern eben größtenteils wirklich dem Land als solchem gehört und damit quasi allen, die in diesem Land wohnen, dann ist das natürlich nochmal eine größere Katastrophe am Gesamtvermögen des Landes und am Vermögen von jedem Einzelnen, wenn nur eine Firma, wie haben wir sie genannt, ich weiß es schon nicht mehr, aber es war ein Kubaner, der kubanische Zigarren raucht und Drogenboss nebenher ist, dann ist das natürlich eine massive Katastrophe finanzieller Art. So,
Die besagte Holzmafia, die wir ja schon am Eingang angesprochen haben, die wird natürlich auch immer mächtiger. Und jetzt könnte man meinen, Holzmafia, das ist doch völlig übertrieben. Im Gegenteil, im Gegenteil. Also es gibt mafiöse Strukturen beim illegalen Holzhandel, die mafiöse Strukturen beim Drogenhandel, ich sag mal, in nichts nachstehen. Und auch beim illegalen Holzhandel gibt es Mord und Totschlag. Und wer nicht passt, wird stillgesetzt bzw. zum Schweigen gebracht. Es gibt illegale Logging-Camps, damals wie heute. Ich habe da mal einen Vortrag im Studium zugehalten, habe neulich recherchiert, die gibt es immer noch. Zwar sind es vielleicht ein bisschen weniger geworden, aber geben tut es die noch, wo quasi die armen Leute vor Ort in Abhängigkeit gezwungen werden, indem die irgendwelche halbwegs gefälschten Verträge unterschreiben, keine Ahnung haben, was sie da eigentlich unterschreiben, oft auch nicht mal lesen können und dann in Abhängigkeitsverhältnisse gezogen werden, wo sie quasi nichts verdienen, bestenfalls ein bisschen zu essen oder einfach gezwungen sind, weil es weit und breit keine andere Möglichkeit gibt, Nahrungsmittel nur im Shop des entsprechenden Logging-Camps einzukaufen, wo das alles so horrende teuer ist. Selbst wenn sie gut verdienen, geben sie da dann quasi 90% ihres Einkommens wieder aus. Es kommt vor, dass Kinder quasi wirklich direkt versklavt werden, von ihren Eltern getrennt werden und die dürfen sie nur hin und wieder mal ein bisschen sehen, wenn sie genügend Holz gefällt haben. Es kommt vor, dass Frauen zur Prostitution gezwungen werden, weil in solchen Lagern muss ja irgendwie die Moral aufrechterhalten werden und solche Späße. Also das ist wirklich von Level der Kriminalität ist die Holzkriminalität insbesondere eben in den armen Ländern, wo sie besonders schlimm ist, tatsächlich auch besonders schlimm. Also das ist wirklich vergleichbar mit Drogenkriminalität und Mord und Totschlag gibt es sowieso, ne? Und Vergewaltigung und all sowas. Die Wikinger damals, als die gekommen sind, gemordet, geraubt und brandschatzt haben, die waren wenigstens ehrlich und haben dich nicht böse Verträge unterzeichnen lassen. Ich finde es ja immer wieder paradox in der Geschichte, dass solange etwas nur lang genug her ist, kann man da ungestraft Witze drüber machen, egal wie viel Mord und Totschlag es da gegeben hat und wie viel Leid das verursacht haben mag. Es ist völlig egal, solange es nur lange genug her ist. Es ist ja nicht so, dass wir jemals was dazugelernt hätten als Gesellschaft. So. Was wollte ich sagen? Holzmafia, genau. Illegaler Holzhandel zahlt den armen Menschen vor Ort maximal gerade genug zum Überleben. Das ist dann halt nochmal quasi die Konsequenz. Andersrum würde es möglich sein, illegalen Holzhandel jetzt im kleinen Tropenland Uga-Uga-Land, ja, das ist jetzt schon wieder fast bösartig, das so zu nennen, aber wir nennen es jetzt trotzdem so und wir koppeln das ab von allen anderen Ländern. So, und jetzt gehen wir mal davon aus, dass wir in Uga-Uga-Land tatsächlich nur legale Holzeinschlag haben, ja, dass wir es geschafft haben, damit einem super funktionierenden Staat nach meinetwegen europäischem Vorbild tolle Strukturen aufzubauen und jetzt können wir von da zertifiziertes möglichst nachhaltig, es gibt kein nachhaltiges Tropenholz, aber das möglichst nachhaltigste Tropenholz, das möglich ist, so, Entschuldigung, das können wir jetzt nach Europa importieren oder von mir aus auch in manche Teile der USA oder so, wo auch immer das geschätzt wird, dann verdienen die daran theoretisch wirklich derartig viel Geld, weil Tropenholz als Material per se, legales Tropenholz, wirklich unglaublich wertvoll ist, dass das ein reiches Land sein würde. Theoretisch. Praktisch ist da leider die Konkurrenz der Länder drumherum, die Tropenholz eben für einen Apfel und ein Ei aus illegalem Einschlag auch verkaufen. So, und jetzt brauchst du genügend Leute, die so aufgeklärt sind, dass sie freiwillig Holz zum 4- bis 5-fachen Preis kaufen aus Uga-Uga-Land, anstatt eben Holz aus dem Nachbarland Brasilien zum Beispiel aus fragwürdigen Quellen für ein Viertel vom Preis eben entsprechend einzukaufen. Und das wird schwierig, weil so reich sind die meisten von uns nicht, dass sie mal eben den 4-fachen Preis bezahlen wollen für ein Problem, das in massiven Teilen der Bevölkerung überhaupt nicht existiert. Oder zumindest bestenfalls mal, ist bestimmt böse, ich gehe jetzt mal noch ein Big Mac essen. So in dieser Richtung wahrgenommen wird. Ja? Und das ist natürlich nicht ausreichend. Aber es gibt so viele Probleme auf dem Planeten, die wir auch nicht vernünftig wahrnehmen. Deswegen wäre es jetzt auch wieder Quatsch, wenn ich jetzt sage, wir müssen aber ab sofort alle darauf achten, dass illegale Holznutzung was ganz, ganz Schlimmes ist.
Und dafür ist es uns egal, wenn Kinder in Afrika verhungern. Das ist ja auch keine Möglichkeit. Also Lösung, scheiße. Scheiße halt. wir kommen zu Formen der illegalen Holznutzung. Da gibt es nämlich auch durchaus jetzt nochmal interessante Unterschiede. Und ich habe übrigens das Ganze jetzt natürlich auf überschaubares Maß runtergebrochen. Das kann man jetzt noch viel detaillierter auflisten. Aber privater Brennholzklau. Privater Brennholzklau fängt im Grunde schon da an, wurde in Deutschland um einer Grillstelle herum überall im Wald rumrennst und Zweige aufsammelst. Streng genommen ist das schon illegale Holznutzung, sofern es jetzt nicht gerade irgendwo stattfindet, wo es tatsächlich ein Recht zum dünne Zweige aus dem Wald aufsammeln für den Handel, für den eigenen Gebrauch gibt. Beispiel Bayern, ja, da darf man das tatsächlich, Baden-Württemberg dürfte man es nicht. Und streng genommen habe ich nämlich auch schon das ein oder andere Mal gemacht, um die ein oder andere Grillstelle herum, habe ich damit illegalen Holzeinschlag, kann man es eigentlich nicht nennen, aber zumindest illegale Holznutzung betrieben. Das ist allerdings auf dem niedrigstmöglichsten Niveau der illegalen Holznutzung und je nach Gesellschaftsform wird das schlicht und ergreifend ignoriert. Bei uns tatsächlich auch, meistens, ne? Mit dem kleinen Unterschied, dass wir zumindest wissen sollten, dass das eigentlich, aber es wird halt im Regelfall ignoriert. In anderen Ländern muss es ignoriert werden, weil wenn du beispielsweise irgendein Dorf mit unglaublich armen Leuten hast, die neben dem Wald wohnen und die müssten sich ja eigentlich, um jetzt heizen zu können, entweder Öl, Gas, sonstiges Zeug kaufen oder eben Holz kaufen und die sind einfach derartig arm, dass die sich überhaupt nichts kaufen können und gerade mal froh sein dürfen, wenn sie genügend Geld haben, um irgendwie genügend Essen aufzutreiben. Dass die natürlich in ihrem Wald sich Holz holen, um damit zu kochen, um damit zu heizen, je nachdem in welchem Klimazone sich dieses Land befindet, das ist selbstverständlich. Und das ist da vielleicht illegal und streng genommen wird das im Lauf der Zeit auch wirklich zur Degradierung der ortschaftsnahen Wälder führen, wenn das ein ganzes Dorf macht. Aber das kann man nur ignorieren, weil, was willst du denn denen antun? Willst du sagen, ihr müsst jetzt Strafe zahlen? Dann kannst du sie genauso gut gleich zu Leibeigenschaft zwingen. Weil mit was sollen die denn Strafe zahlen? Die haben kein Geld. Oder ihr müsst ab sofort Holz kaufen. Geht nicht, die haben kein Geld. Es ist also schlicht und ergreifend unmöglich, denen das zu verbieten. Da kann man sie genauso gut, um es jetzt mal drastisch auszudrücken, gleich erschießen. Und deswegen passiert das aber auch nicht, im Regelfall. Und gleichzeitig sind das natürlich Staaten, die eh nicht das Personal und die Struktur hätten, um so ein Verbot durchzusetzen. Aber das ist so die harmloste Form der illegalen Holznutzung. Wenn wir jetzt mal uns angucken, was bei uns in Mitteleuropa in der Jungsteinzeit passiert ist. Da gab es ja diese kleinen Dörflein, die man irgendwo mitten in den Wald gesetzt hat. Und dann hat man halt Holz verbraucht, zum Heizen im Winter vor allen Dingen natürlich, zum Kochen selbstverständlich auch. Und das hat dazu geführt, dass sich um dieses Dorf herum ein immer größerer Kreis waldfreies Land gebildet hat. Man ist natürlich immer den kürzestmöglichsten Weg zum nächsten Baum gelaufen, was dann logischerweise ein kreisförmiges Bild ums Dorf erzeugt. Und das bemerken wir jetzt wieder, auch wenn die gar nicht direkt Bäume fällen, sondern immer nur alles runtersammeln und wegsammeln, was nebendran liegt. Das führt trotzdem dazu, dass man auch hier und da mal einen jungen Baum vielleicht oder einen abgestorbenen Baum und dann ist halt doch mal ein alter, der sieht so aus, als würde es nicht mehr lange machen, dann fällt man den halt doch mal und so weiter. Langfristig gesehen führt das genau zu diesem Bild. Das kann man jetzt in Satellitenbildern neuerdings auch schon sehen und manche kleinen Siedlungen, dass die auch schon so einen kreisförmigen, obwohl sie es nicht dürfen, Rodungsring quasi drumherum haben. Also die Geschichte wiederholt sich, wie schon so oft. Das ist also der private Brennholzklau. Dann gibt es den privaten Holzklau zum Verkauf. Auch der stellt eigentlich kein großes Problem dar für die gesamte ökosystemare Zusammenhänge. Für die kleine Wirtschaft vor Ort stellt er auch wenig Probleme dar. Im Grunde ist das einfach derjenige, der halt neben dem normalen Verbrauch an Brennholz, den er selbst hat, sich auch hier und da mal noch ein bisschen größere Holzscheitchen aus dem Wald holt, die auf seinen Tuk-Tuk lädt,
zum Beispiel und damit auf den nächsten Markt fährt, wo die Leute halt nicht mehr direkt am Wald oder im Wald wohnen und für ganz wenig Geld da dann halt eben als günstiges Brennholz verhökert. Dann hat der ein kleines Zusatzeinkommen, gegebenenfalls macht das auch hauptberuflich, kann auch sein. Aber ist das jetzt ein Riesenschaden am Wald? Ist das jetzt eine unbedingt zu verbietende illegale Holznutzung? Nö, ganz klar nicht. Ja gut, aber nehmen wir mal an, das macht jetzt jeder in irgendeinem bestimmten Dorf, dann nimmt das irgendwann schon wieder Ausmaße an. Aber was soll man dagegen tun? Ja, nur mal so als mögliche Gegenmaßnahme. Der Staat im entsprechenden Land geht hin und verbietet das jetzt und hat tatsächlich die Ressourcen, dieses Verbot durchzusetzen. Und schwuppdiwupp sind die Leute da vor Ort noch ärmer. Wenn jetzt irgendwie also unsere Holzmafia vorbeikommt und denen anbietet, ah, komm doch zu uns ins Camp, dann rennen die da reihenweise hinterher. Wir haben Essen, ihr kriegt Arbeit, ihr verdient gutes Geld. Dann rennen die da reihenweise hinterher. Und damit ist auch also wirklich niemandem geholfen. Deswegen muss es meiner Meinung nach und auch nach Sicht anderer Organisationen, maßgeblicher Experten, eine Mini-Grauzone geben, in der Holznutzung auch illegal einfach nicht sanktioniert wird und geduldet letztendlich wird, einfach um das Problem der Armut und das Problem der Abhängigkeit von kriminellen Strukturen zum Holzerwerb nicht aufkommen zu lassen. So, dann gibt es noch die kleinindustriellen Maßnahmen. Da kann man jetzt zum Beispiel von einem Unternehmen in Form von einem großen Sägewerk zum Beispiel in Mitteleuropa ausgehen, dass sein Holz auch, nicht nur, aber auch aus illegalen Quellen gewinnt und halt sich besonders in der Balkanregion, so Bulgarien zum Beispiel, gerne mal einfach ein Stück Wald per Korruption, per gefälschten Papieren oder sonst irgendwas zuschreiben lässt und das halt einfach illegal rodet. Man kann das nicht Kahlschlag nennen, das ist fast schon eine Rodung, ja ohne jeden Rücksicht, jede Rücksicht auf Verluste, Hauptsache geldeffizient und dann das entsprechende Holz natürlich nach Europa, also den Rest von Europa, Deutschland zum Beispiel eben verhökert und puff. Ja. Das ist also so ein bisschen kleinindustriell, das ist noch keine großmafiöse Struktur und organisierte Kriminalität, aber es gibt schon das ein oder andere Holzeinschlagsunternehmen, bei dem man das nachgewiesen hat. Es gibt diverse andere, bei denen das vermutet wird. Verfahren laufen zum Teil auch noch nicht, dass die auch hin und wieder auf diesem Wege mal an ihr Holz kommen. Es ist sauschwierig in solchen Fällen, denen das nachzuweisen, weil es kann ja auch sein, dass da einfach ein Fehler bei den örtlichen Behörden im Ausland vorgelegen ist. Es kann sein, dass die sagen, wir haben aber im guten Glauben gehandelt, wir hatten ja Papiere, das wurde uns erlaubt und ne, also Möglichkeiten im Land selber, also wo das passiert, die Leute zu bestechen, gibt es ja auch vielfältige Möglichkeiten. Entweder drückst du denen ein Batzen Bargeld in die Hand oder die schreiben irgendwelche geringen Preise aus für die Maßnahme. Du zahlst aber das Doppelte und das Dreifache. Bist damit immer noch viel billiger als bei Holzeinkauf in Deutschland, Österreich, in der Schweiz kannst du sowieso nicht bezahlen. Frankreich, zivilisierte Gegenden von Polen, ja, sowas in die Richtung. Da bist du immer noch viel billiger, selbst wenn du denen nochmal das Dreifache von dem offiziellen Preis als Zusatzgebühr überweist und so weiter. Also da gibt es zig Möglichkeiten und das ist so die primäre Form der illegalen Holznutzung in Europa. Wir können in den Balkanstaaten so davon ausgehen, das sind ganz, ganz, ganz grobe Schätzungen, dass wir so irgendwas zwischen 5% und 25% illegalen oder zumindest so gut wie illegalen, also nur dahingehend legal, dass man irgendwelche blöden Schlupflöcher ausgenutzt hat, Holzeinschlag eben haben. Das ist ein Problem, weil insbesondere da halt auch noch die wilden und ökologisch wertvollen Wälder, die letzten Reste der sonst quasi ausgestorbenen Wälder, weil der Zentraleuropa ja viel zu, also Mitteleuropa, ne, Deutschland und Konsorten, viel zu dicht besiedelt ist, als dass dann auch irgendwelche halbwegs Unnatur entstehen könnte, da sein könnte. Und da drüben gibt es die noch und deswegen muss die natürlich jetzt auch ausgebeutet werden und das natürlich auch noch über das legale Maß hinaus.
von zum Teil beispielsweise, ich will jetzt gar keinen Namen nennen, das ist noch nichts bewiesen, aber einem österreichischen Holzunternehmen beispielsweise. Ne? Wer doch Namen nennen möchte, darf das in den Kommentaren schon tun, das bin ja dann nicht ich gewesen. So, und es gibt natürlich die Holzmafia und von der haben wir schon ganz viel gesprochen und die ist natürlich der Gipfel der illegalen Holzeinschlagsgeschichte. Organisierte Kriminalität, besser organisiert als die entsprechenden Länder, in denen sie tätig ist, besser bewaffnet als die Polizei der Länder, in denen sie tätig ist. Das wird verdammt schwierig, die loszuwerden. Und derzeit hat man sich, die schlauen Leute, die sich über dieses Thema Gedanken machen, also nicht ich, ich mache mir da zwar auch Gedanken drüber, aber ich bin ja kein Experte für, haben sich überlegt, dass es wohl am vielversprechendsten wäre, um das Problem nachhaltig zu lösen, und zwar wirklich nachhaltig. Also wenn du dir zum Beispiel Napalm in den Wald kippst und dann verbrennen die ganzen bösen Holzdingster-Typen. A ist der Wald weg und B kommen dann die nächsten. Ja, das ist natürlich Blödsinn. Oder man schickt die Armee und macht eine Razzia und es gibt einen großen Shootout im Wald meinetwegen. Und im Endeffekt sind dann ganz viele böse Mafiosis tot, aber dann kommen die nächsten. Das bleibt ja, also man muss das Problem also nach aktueller Sicht der maßgeblichen Experten wohl an der Wurzel anpacken. Und das bedeutet, wir müssen Grund Nummer 1 für illegale Holzeinschläge bekämpfen und das ist Armut. So, und damit müssen wir also den Leuten vor Ort, ist der eine Ansatz, die Möglichkeit bieten, lukrativ legale Holzernte betreiben zu können, damit viel mehr Geld, vor allen Dingen die kleinen Leute vor Ort, viel mehr Geld zu verdienen als mit der illegalen Holzernte und somit denen also eine bessere Perspektive als das illegale Zeug bieten zu können. Das ist der eine Ansatz, ja, der auch international schon seit, ja, muss man fast sagen, Jahrzehnten so halbwegs betrieben wird. Es gibt da verschiedene Programme, unterschiedlich erfolgreich, Idee gut, Umsetzung muss man mal gucken, ne? Aber gibt es, ja. Um das noch kurz ein bisschen weiter zu konkretisieren, internationale Programme mit dem Prinzip, wie funktioniert das? Herkunftspapiere müssen lückenlos mit dem Holz mitgesendet werden. Das soll heißen, sobald ein Baum in Papua-Neuguinea gefällt ist, kommt zu diesem Baum ein Zettel. Zum Beispiel ein Zettel. Ja, und auf diesem Zettel unterschreibt der dort international tätige und hervorragend bezahlte korruptionsunempfängliche Mitarbeiter der fiktiven Firma International Wood oder irgendwie sowas. Und der hockt da vor Ort und zertifiziert jetzt mit einem tollen Zettelchen mit Brief und Siegel jeden einzelnen legal gefällten Baum. Und der Zettel kommt da dran. Und sobald jetzt dieser Baum irgendwo eine Landesgrenze verlässt oder passiert, muss dieser Zettel von einem weiteren International Wood Mitarbeiter gelesen, registriert werden und abgecheckt werden, dass der Baum auch tatsächlich der Baum ist, der auf dem Zettel steht und der Zettel nicht unterwegs an irgendeinen anderen Baum geklebt worden ist oder sonst was. Ja, oder der Baum geklaut und was weiß ich. Und das jedes Mal beim Ausfuhr und beim Import in irgendein anderes Land. Das ist natürlich eine Struktur, die Arbeit macht, aber im Prinzip ist das so die einzige Möglichkeit, dass dieses Holz wirklich lückenlos nachvollziehbar immer weitergereicht wird und wir immer noch wissen, das ist der Stamm, der am so und so vielten, da und dort, unter den und den Bedingungen gefällt worden ist. Und dieses Zertifikat, das ist das Problem, muss jetzt auch weitergereicht werden, wenn dieser Stamm irgendwann zersägt ist in 27 Bretter. Dann braucht halt jedes dieser 27 Bretter wieder vom örtlichen Mitarbeiter von International Wood ausgestellt, jeweils einen Zettel, mit dem das weitergereicht wird. Und wenn jetzt die Chinesen Bretter aufkaufen und daraus Stühle bauen, dann brauchen diese Stühle aus China wieder jeweils einen Zettel von International Wood, wo halt draufstehen und so weiter und so weiter. Und der Aufwand ist scheiße hoch und deswegen funktioniert das nicht. So. Aber das ist so plus minus der Weg, den das Ganze gehen muss. Was es jetzt stattdessen
ineffizienter gibt, sind meistens, also meiner Meinung nach sind die besser, da kann man jetzt aber getrennter Meinung sein, müsstet ihr jetzt irgendwen anders fragen, der sich damit auskennt, falls ihr da jemanden außer mir kennt, fragt bitte gern den oder die, aber meiner Meinung nach sind bilaterale Abkommen effizienter, weil bilateral heißt, Land X kauft in Ursprungsland Y unter Bedingungen Z Holz und es muss nur von Land Y auf den Atlantik und dann direkt importiert werden nach von mir aus Hamburg. Ja, lass es uns sein, die das tun. Und das ist dann natürlich erheblich einfacher, weil wir dann in unserem relativ sicheren System der Holzweiterverarbeitung ziemlich gut wieder sicherstellen können, dass wenn das Originalholz aus Uganda meinetwegen bei uns erfolgreich angekommen ist und wir uns sicher sind, dass wir genau das Holz bekommen haben, was wir bestellt haben, was unser Mitarbeiter vor Ort zertifiziert hat, dass das jetzt so mit diesem Schiff über den Atlantik geht und dann nicht unterwegs noch irgendwas anderes drauf gekommen ist und so weiter, dann ist das relativ sicher. Wenn das aber über 17 Ländergrenzen geht, ja, und zwischendurch verarbeitet wird und letztendlich das, was in Deutschland landet, nur ein Stuhl ist und nicht der eigentliche Stamm, dann wird das verdammt schwierig. Und letzteres ist halt immer noch der Regelfall, weil ein Stuhl in China produzieren eben billiger als bei uns. Ne? Altes Lied, kennen wir alle. So, Systeme, die mehr oder weniger plus minus auf diese Art und Weise funktionieren, nur damit ihr sie mal gehört habt, sind FLEC, Forest Law Enforcement and Government oder sowas. Das war eine Idee von den Amis, glaube ich, oder von, ja, jedenfalls ist es Englisch, vom Namen her. FLEC eben, das ist somit das Gängigste. Das ist auch gar nicht mal unerfolgreich und es hat, das muss man schon sagen, definitiv den Anteil illegaler Holznutzung ein bisschen zurückgefahren. Ein bisschen zumindest. Und es gibt FLECT mit T hinten, also FLECT. Das ist das mehr oder weniger selbe Programm, allerdings von der EU nochmal ein bisschen aufgepeppt, nochmal ein bisschen ergänzt und enthält eben bereits mehrere bilaterale Abkommen zwischen Staat A und Staat B. Ja, also der Ansatz, gut, reicht das? Nein. Aber wüsste ich, wie man es besser macht? Nein, keine Ahnung. Und das ist ja das eine. Meckern ist immer einfach, das reicht nicht, das funktioniert nicht, macht was Besseres. Aber wenn man selber keinen Schimmer hat, was man bitte Besseres machen soll, dann ist das Gemecker relativ hohl, was man da meckert. Und deswegen will ich da eigentlich gar nicht dran rummeckern. Das momentan noch effizienteste internationale Abkommen ist CITES, das betrifft auch Bäume. CITES ist irgendwie CI weiß ich gerade nicht, aber TES heißt Trade in Endangered Species. Ja, ich versuche Englisch zu sprechen. Beispiel, Moment, davon muss ich kurz wegrennen. Beispiel, jener hier. Das hier ist ein Schamane, ein Angkok aus Grönland, der trommelt und reist in die Geisterwelt und sorgt dafür, dass dann für die Grönländer, für die Inuit, gute Situationen bei den Geistern halt heraufbeschworen werden. Ne? So ein Angkok, dieser hier ist aus Rentierhorn, aber man kann in Grönland auch Schnitzereien aus zum Beispiel Narwal-Stoßzahn bekommen. Und da jetzt ein Narwal tatsächlich eine Endangered Species ist, braucht man dann ein CITES-Zertifikat, dass dieses Narwalhorn jetzt wirklich legal von Ureinwohnern Grönlands beispielsweise gejagt worden ist, die dann gewisse Fangquoten erfüllen dürfen, um eben ihre traditionelle Lebensart und Weise aufrechtzuerhalten. Wenn man dieses CITES-Papier nicht dabei hat und versucht mit einem aus Narwalhorn bestehenden so einem Figürchen zum Beispiel in ein Flugzeug zu kommen oder durch den Zoll und das wird entdeckt, dann wirst du deines Lebens nicht mehr froh, weil dann hast du gehandelt und importiert
eben Zeugs, was auf der CITES-Liste von Endangered Species steht. Und da sind auch ein paar Tropenhölzer beispielsweise dabei. Hölzer von Bäumen, die eben derart selten sind, dass mit denen gar nicht mehr gehandelt werden soll oder nur unter ganz seltenen Ausnahmebedingungen von eben Naturvölkern, die das schon seit Ewigkeiten so machen, und denen spricht man jetzt eben auch international das Recht zu, das in einem gewissen Ausmaß weiterzumachen. Ja, allein schon sämtliche Robbenprodukte, die man in Grönland bekommt, alles, was, wofür man ein CITES-Zettelchen braucht. Ich habe für den hier, ich hatte extra nachgefragt, brauche ich für den ein CITES-Zertifikat? Nee, brauche ich nicht, weil der ist ja nur aus Rentierhorn und Rentier ist nun mal nicht besonders endangered und damit ist der safe. Aber ich finde den wunderschön übrigens. Ja, also die sind, das sind wirklich so richtig traditionelle Inuit-Schnitzereien. Die sehen schon seit ewig ungefähr so aus. Natürlich ist das noch ein bisschen für die Touristen angepasst, aber ich finde den trotzdem toll. Ohohoho. Ja, das also CITES. Und das wird wirklich, das gibt schon lange und das wird auch wirklich gut verfolgt, aber nicht jedes Tropenholz ist da halt eben in diesem Katalog drin. Und damit, es ist effizient für die Arten, die drinstehen. Für alle anderen hilft es natürlich gar nicht. So, und jetzt machen wir nochmal einen Schnitt. Und jetzt kommen wir zu den Sachen, die wir hier in Deutschland hocken, dagegen tun können, dass wir aus Versehen illegales Holz kaufen. Sofern wir das dann wollen. Ja? Das ist jetzt das Nächste. Weil A, muss man es wollen. Und zweitens, muss man es bezahlen können. Und ja, das sind eigentlich im Wesentlichen die Voraussetzungen. Wer das nicht will, wer meint, das ist mir egal, hat sich sowieso geklärt. Und wer es nicht bezahlen kann und trotzdem Holz braucht, muss dann hoffentlich wenigstens mit einem schlechten Gewissen klarkommen. Ja? Gut, generell muss man Folgendes wissen. Kaufst du in Deutschland irgendwas aus Holz und da steht nichts drauf, dann besteht statistisch gesehen eine Wahrscheinlichkeit von zwischen 5% und 15% ungefähr, dass es sich um Holz aus illegalem Raubbau in sonst wo handelt. Sofern es sich um eine Baumart bzw. Holzart handelt, die generell Potenzial hat, aus illegalem Raubbau zu stammen. Ja, dazu kommen wir gleich noch. Was kann man jetzt also machen? Wenn man Holz kaufen möchte, das möglichst garantiert nicht illegal gehandelt ist, Maßnahme A, ich habe hier drei Maßnahmen aufgeschrieben, A, B und C, die sind alle nicht ganz kurz, aber Maßnahme A, man kauft einfach Holz aus Deutschland. Puff. Wir haben hierzulande so gut wie keinen, also vielleicht im Bereich von 0,1% oder sowas, mal ein bisschen Holzklau im Wald, dass da also wirklich einer mit dem Traktor reinfährt und mal einen Stamm klaut oder sowas. Aber wir haben wirklich wirtschaftlich gesehen kaum einen Schaden durch illegalen Holzklau bei uns im Land. Holz, das hier gefällt wird, stammt immer aus der massiv kontrollierten deutschen Forstwirtschaft. Das Schlimmste, was sein kann, also das Unökologischste, was du kriegst, ist ein kleiner Kahlschlag. Große Kahlschläge gibt es auch nicht. Also da muss man schon ganz, ganz lange suchen, bis da mal einer gemacht wird. Und dann muss man vorher, bevor man den macht, nach Möglichkeit oder hinterher es gut begründen können, warum der jetzt wirklich gerechtfertigt gewesen ist. Das passiert dann auch meistens. Ja, ich sag ja, das geht, ich sag jetzt nicht, das ist immer absolut gerechtfertigt, aber doch sicherlich in 99% der Fälle. Auch wenn mir jetzt bestimmt ein paar Leute in die Kommentare schreiben, aber da und da und hier und dort und so weiter und so fort. Also es ist zumindest legal und Teil des HEAP-Plans. Ein Forstbetrieb in Deutschland hat immer einen sogenannten HEAP-Plan oder einen HEAP-Satz, der ihm sagt, du darfst so und so viel umkloppen und das wird ja hinterher gemessen, wie viel ist denn das jetzt eigentlich, was da liegt, damit eben unser Zuwachs hier in unseren Wäldern ausreicht, damit das im gleichen Jahr wieder nachwachsen kann und üblicherweise lässt man noch eine kleine Reserve dazwischen stehen. So, und das führt dazu, dass wir eigentlich nie nicht nachhaltige Holzeinschläge bei uns haben. Aus dem Privatwald sowieso, da wird ohnehin
viel weniger genutzt, als eigentlich könnte, wenn man diesen Hiebsatz auch im Privatwald hätte. Den hat man da nämlich nicht, deswegen ist man im Zweifel vorsichtig. Aber auch da würden unsere Gesetze auf jeden Fall dafür sorgen, dass da eine unplanmäßige und übermäßige Holznutzung nicht stattfinden darf. Wie gesagt, ich sage jetzt mal zu 99%, ganz seltene Ausnahmefälle mag es sicherlich schon geben, der Teufel ist ein Eichhörnchen. Gut, aber durch die Tatsache, dass wir halt eben hier diese guten Bedingungen haben, kann man einheimisches Holz eigentlich fast immer kaufen und sich sicher sein, dass das das nachhaltigste und ökologisch sinnvollste Holz ist, was man kriegen kann, weil ökologisch sinnvoll und nachhaltig ist ein Holz insbesondere dann, wenn wir den größten Energieverbrauchfaktor bei Holz so gering wie möglich halten, und das ist Transport. Weil Holz ist schwer und je lokaler man Holz kauft, wenn es quasi jetzt da drüben umgehauen wird, 100 Meter da den Berg hoch und hier jetzt zum Gartenzaun verarbeitet wird, ökologischer geht quasi nicht mehr. Auch wenn das Holz da aus dem Kahlschlag stammt, ist das immer noch viel ökologischer, als wenn du handgeaxtetes, hinterher noch geknuddeltes und vom Rückgefährt zu dir geschlepptes Holz kaufst, das halt 2000 Kilometer weiter weg umgekloppt wurde. Ja? Also der Faktor lokal ist wichtiger als alles andere, wenn es um die Gesamtressourceneffizienz der Holznutzung geht. So, jetzt muss man kurz mal lesen, was ich aufgeschrieben habe. Ja, ich habe mir aufgeschrieben, welche Länder denn noch safe sind quasi. Länder, aus denen man Holz importieren kann. Also heimisch sowieso am besten. Nächster Fall ist Holz aus Frankreich. Frankreich hat, was die Holzwirtschaft angeht, zumindest innerländisch, auch ein sehr gutes System. Nach deutschem Vorbild. Und da kann man sich auch eben ähnlich wie in Deutschland zu 95-98% sicher sein, dass das auf jeden Fall im Rahmen der Nachhaltigkeit gefällt worden ist, aus vernünftiger Forstwirtschaft stammt und so weiter und so weiter. Es gibt allerdings im Fall von Frankreich eine Ausnahmebaumart, und das ist Pinus radiata, das ist eine Kiefer, die steht auf degradierten Böden im Mittelmeerraum. Ja, das heißt jetzt nicht, dass man die gar nicht kaufen darf, aber vielleicht will man die vielleicht nicht unbedingt kaufen. Ja? Das könnte gegebenenfalls sein. Wer aber ein günstiges, aber an sich technisch okayes Holz sucht, das zumindest mal nicht total scheiße aus Raubbau kommt, der kann dann auch wieder gerne zu Pinus radiata greifen. Die ist mitunter eigentlich recht günstig zu haben. Viele Hölzer, die bei uns im Baumarkt zum Beispiel landen und auf denen nur Kiefer draufsteht, sind Pinus radiata, stammen eben da von der Mittelmeerküste, wachsen da in tollen Plantagen. Also sieht grauenvoll aus, aber ist halbwegs effizient und ja, kosten dann halt eben wenig. Ja. Das ist nicht illegal, das ist halt einfach nur nicht so doll. kann man auch kaufen, ohne schlechtes Gewissen haben zu müssen, meiner Meinung nach. So, Österreich. Österreich ist auch so ein Land, da kannst du bestimmt zu 95% bedenkenlos zugreifen. Warum jetzt nur 95%? Warum kriegt Frankreich 98% und Österreich nur 95%? Ah, der will die Österreicher dissen. Naja, weil ihr ein großes Holzeinschlagsunternehmen, dessen Namen ich nicht nennen möchte, habt, das halt ein bisschen Dreck am Stecken hat. Mindestens ein bisschen. Ja? Und alles weitere wäre Spekulation. Aber dieses ist halt auch schon wieder so groß, dass das diese 5% fast alleine ausmacht. Ja? Und dazu kommt dann halt noch eben, sagen wir mal, 4% sind von diesem Unternehmen und 1% generelle Unsicherheit, die wir ja in Deutschland auch haben. So, die Schweiz kann man nicht bezahlen. Skandinavien. Skandinavien ist jetzt so ein Spezialfall. Die arbeiten nämlich fast ausschließlich im Kahlschlagbetrieb mit Harvester. Und das ist natürlich jetzt ein bisschen für unseren deutschen Holzgaumen nicht so doll. Und das finden wir erstmal scheiße.
Aber man muss dazu sagen, die machen das schon seit Ewigkeiten so. Die haben auch Forstwissenschaft. Die betreiben also auch da, was das angeht, Forschung. Die haben einen nachhaltigen Hiebsatz. Das heißt, die kloppen auch nicht mehr weg, als nachwächst. Und die haben einfach viel mehr Wald als wir. Und deswegen ist es gar nicht möglich, und außerdem keine besonders wertvollen Hölzer, die können sich es auch nicht leisten, kleinräumig hier Bäume handgezogen sozusagen im Wald stehen zu lassen, wo sich der Förster persönlich, also 2-3 Förstergenerationen persönlich 150 Jahre lang um die Eiche kümmern. Das geht da nicht, weil einfach diese Dimensionen der Wälder ganz andere sind. Und auch wenn es mir jedes Mal auch weh tut, wenn ich Kahlschläge eben entsprechend skandinavischer Natur sehe, das ist nicht so schlimm wie ein Kahlschlag bei uns. Dazu kommt, ein Kahlschlag im natürlichen Fichtenwald ist tatsächlich die natürliche Form, vermutlich, wie sich Fichtenwald verjüngt. Fichte stirbt selten einzeln hier mal ein Baum, da mal ein Baum und dort mal ein Baum, sondern dass die mal vom Wind, wenn sie alt ist und der Bestand instabil wird, alle zusammen umgeschmissen werden, ist tatsächlich ein natürlicher Vorgang, insbesondere bei skandinavischen Winden, die da dann hin und wieder mal vorkommen. Das gleiche gilt in Sibirien und in Alaska und so weiter. Also Kanada, in solchen Regionen ist ein Kahlschlag wirklich nicht zu vergleichen wie ein Kahlschlag bei uns. Deswegen ist er trotzdem nicht toll. Und wenn ich könnte, würde ich sagen, lasst es, macht ein bisschen mehr einzelstammweise Nutzung, aber dann verdienen die halt einfach wirklich nichts mehr. Das ist wirtschaftlich bei denen nicht durchführbar. Dafür gibt es in Skandinavien quasi wieder keine illegalen Einschläge. Vom Legalitätsfaktor her kann man bedenkenlos jedes Holz aus Skandinavien einkaufen. Ja, ja. So, illegale Einschläge gibt es da kaum, genau, habe ich gerade gesagt. So, dann den Engländern kaufen wir nichts mehr ab, die sind jetzt raus. Bei den Schotten könnte man theoretisch weiterhin Holz kaufen. Ich persönlich würde aber von den Schotten auf keinen Fall Fichte kaufen wollen, weil Fichte steht da wieder in Reihe und Glied in furchtbaren Monokulturen, die, obwohl die Schotten das Wissen haben, dass diese Monokulturen da nichts zu suchen haben, da immer wieder von Privatmenschen, also irgendwelchen Adligen, die 7000 Hektar Land haben und so, was weiß ich wie viel, immer noch angepflanzt werden. Es gibt da eine Organisation, deren Name mir gerade nicht einfällt, wenn ich dran denke, schreibe ich es unten hin, die versucht, Schottland zumindest stückchenweise wieder mit typischen schottischen Wäldern aufzuforsten, die dann so ein bisschen aussehen wie das, wonach Schottland ausgesehen hat, bevor es komplett gerodet wurde. Ganz Schottland war ja mal bewaldet. Inzwischen gibt es da ja diese berühmten, und die sind ja auch wunderschön, aber nicht natürlich waldfreien Highlands, ne? Diese Wiederbewaldungskampagne würde ich dahingehend gerne unterstützen wollen, dass ich, wenn ich Holz aus Schottland kaufe, wenn ich herausfinden kann, dass das aus Schottland stammt, ist nochmal das nächste Problem, dazu kommen wir gleich, dann würde ich Laubholz jeder Art sofort kaufen, einfach um den Leuten dazu, die Leute zu unterstützen, die wirklich mit Laubholz arbeiten, und Nadelholz würde ich von woanders bevorzugen wollen, ja? So als kleine erzieherische Maßnahme, auch wenn mir das jetzt bestimmt gleich wieder übel genommen wird, aber das gilt eigentlich auch für jedes andere Land, in dem Fichte nichts zu suchen hat, hingegen die heimischen Hölzer sehr wohl, und dann kauft man natürlich besser die heimischen Hölzer, damit die halt einen Markt bekommen, den sie derzeit nicht oder viel zu wenig haben. So, Osteuropa. Generell ist Vorsicht geboten, da kommen sehr günstige Hölzer her, und da wissen wir dann halt eben bei den günstigen Hölzern wirklich nicht. Wir können es in keinster Weise beurteilen, es sei denn, wir kommen dann bei Punkt C dazu, ob das nun was ist, was illegal ist oder nicht. Höchstens noch über die Holzart, das ist Punkt B, der kommt gleich. ich würde also auf osteuropäisches Holz, wenn möglich, verzichten. Ja? Das ist nicht, weil man die Osteuropäer nicht mag, im Gegenteil. Aber man kann nicht sicher sein, woher dieses Holz stammt. Die Chance, dass du da illegal eingeschlagenes kaufst, gerade wenn es günstig ist, die liegt bestimmt bei 30-40%. Das ist ein Risiko. Ich möchte es nicht eingehen. So, jetzt habe ich gesagt, Baumart. Baumart ist wichtig. Das ist also Punkt B. Es hängt schwer davon ab, was für eine Holzart man überhaupt kauft, ob die generell überhaupt als illegal eingeschlagenes Holz existiert. Tropenholz
grundsätzlich immer Riesenrisiko. Fichte, auch Riesenrisiko, weil Fichte ist ein Kosmopolit, wächst einmal um die komplette Nordhalbkugel drumherum, Sibirien, Alaska, Kanada, im Atlantik und dann wieder bei uns in Europa. Such den Fehler. Nein, natürlich nicht im Atlantik. Aber das Problem ist halt eben, man kann schon so ein bisschen, wenn man sich auskennt, unterscheiden, woher jetzt diese Fichte stammen könnte. Aber da muss man schon ein Mikroskop dabei haben im Baumarkt. Und das ist dann eher unpraktisch. Und deswegen bei Fichtenholz einfach auf die Herkunft achten, ob das jetzt eben aus Deutschland oder sonst woher kommt. Ansonsten kann das nämlich sehr gerne illegal sein. Anders sieht es zum Beispiel aus bei der Eiche. Die Eiche, also unsere Eiche, unsere Stieleiche oder Traubeneiche oder europäische Eiche, irgendwie sowas steht da schon drauf. Das kann man dann meistens etwas konkretisieren. Finden. Die kann nur hier bei uns in den Ländern, wo man nicht mit illegalem Holzeinschlag rechnen muss, wachsen. Das heißt, die kannst du immer kaufen, völlig Wurst, woher die kommt. Braucht man für die dann noch irgendein Nachhaltigkeitszertifikat? Nee, ist rausgeschmissenes Geld. Eiche immer safe. Aha. Letzteres können mir jetzt die Leute übel nehmen, die ein solches Nachhaltigkeitszertifikat für ihren Wald dann haben und FSC-Eiche, dazu kommen wir auch gleich, verkaufen. Aber im Grunde jetzt, also die Empfehlung zum normalen Konsumenten, wenn der jetzt reich ist, ja, und super Ökoholz haben möchte, dann kann man auch FSC-Eiche kaufen, aber für alle anderen tut es auch nicht zertifizierte Eiche, die ist auch nicht aus schlimmen Verhältnissen. Auch wenn ich mich damit vielleicht unbeliebt mache, aber wir müssen ja nicht immer einer Meinung sein, verehrte Kollegen. Gut. Also einfach mal gucken, wo wächst denn die Baumart, die ich im Begriff bin zu kaufen, potenziell. Und gibt es da potenziell illegalen Einschlag? Wenn nicht, alles klar. Wenn doch, dann blöd. Ne? Auch in den USA ist auch so eine Sache, da ist auch relativ sicher. Ja, da sage ich jetzt mal 90%, dass das mit rechten Dingen zugeht. Vielleicht sind es auch eigentlich auch 95% oder sogar 98%, aber mehr als 90% will ich denen nicht geben, weil es ist die USA. Kleines bisschen Rassismus muss ja auch mal sein. So, jetzt Zertifikate. Das ist zwar das letzte Thema, aber auch leider kein kurzes. Es gibt von den Holzzertifikaten für gutes Holz sozusagen, für gutes Ökoholz, gibt es zwei Stück, die eine gewisse Bedeutung haben auf dem Planeten. Das ist einmal PEFC, P-E-F-C, die, also wenn das drauf ist, ist gut. Wenn es nicht drauf ist, dann muss man es auch nicht zwingend suchen, ist meine Meinung dazu. Das müsste ich in einem eigenen Video nochmal behandeln, das sprengt jetzt den Rahmen. Das Dumme bei denen ist halt, die geben zwar relativ kostengünstig für auch durchaus gutes Holz, wo sie auch gewisse Ansprüche dran haben, ein Zertifikat raus, dass das dann also aus nachhaltiger Forstwirtschaft stammt und das stimmt dann auch. Das Blöde ist aber, der Riesenfehler, den PEFC macht, meiner Meinung nach, ist... Die machen nur Stichproben in den Wäldern, die sie zertifizieren. Das heißt, die rennen einmal hier auf den Berg, einmal da auf den Berg und einmal da unten in die Schlucht. Und wenn das alles drei in Ordnung war, dann sagen sie, die 5000 Hektar von Forstbetrieb, in dem sie jetzt gewesen sind, sind alle okay. Aber bei den Stichproben jetzt nichts gefunden haben, was Schlechtes. Und das ist meiner Meinung nach einfach nicht gründlich genug. Und diese Stichproben werden in sehr langen Abständen wieder wiederholt und dazwischen kann Schindluder getrieben werden und wenn du Pech hast, dann siehst du es nicht, dann sehen die es nicht und es kann ein Betrieb, der nur über eine kleine Ecke Urwald verfügt und alles andere ist scheiße, im Grunde über Jahrzehnte von PEFC per Zufall zertifiziert werden, weil die einfach nie in dem richtigen Waldgebiet, wo scheiße ist, gewesen sind. Und die Stichprobenanzahl ist nicht so hoch, dass man das ausschließen könnte. Und das ist mein Hauptproblem, was ich mit denen habe. Deswegen besser ja, sicher nein, wenn dieses Siegel drauf ist. So, und dann gibt es noch das zweite Siegel, das man auch schon oft gesehen hat, wenn man sich ein bisschen Holzverpackungen anguckt, nämlich der FSC. Das ist der Forest Stewardship Council. Die gibt es am längsten. Die gibt es seit kurz nach der Rio 92-Konferenz. Das war so das erste Mal, als die Welt beschlossen hat, dass wir mal über das Thema Biodiversität reden müssen, so als Welt.
und sich uns über unsere Natur mal so richtig massiv Gedanken machen müssen, so als Welt. 1992 zum ersten Mal passiert in Rio, ne, deshalb Rio 92. Ja, das ist die große Konferenz, mit der alles begann. Die ganzen jährlichen Klimagipfel, die basieren in letzter Instanz auch auf dieser einen Konferenz. Und aus dieser Konferenz hervorgegangen ist, glaube ich, 1994, aber nagelt mich da nicht fest, der FSC, der dann eben angefangen hat, Holz aus vorbildlicher Forstwirtschaft mit dem Siegel des FSC auszustatten, dass der Konsument das dann kaufen kann und dann weiß, hier habe ich jetzt Holz aus vorbildlicher Forstwirtschaft gekauft. So. Daran kann man jetzt viel rumnörgeln, aber der FSC hat zwei wesentliche Vorteile, bevor wir anfangen rumzunörgeln. Vorteil Nummer 1, wenn das Siegel drauf ist, dann ist es ganz, 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 ganz ziemlich safe, dass das Holz auch wirklich aus einem FSC-zertifizierten Wald kommt. Mit geringfügigem Mini-Risiko, dass das halt nicht so ist. Und zweiter wesentlicher Vorteil, eigentlich sind es drei, zweiter ist, die Anforderungen, die der FSC stellt für ihr Siegel, sind schon so hoch, dass es mindestens aus okayer Forstwirtschaft stammt. Das hängt ein bisschen vom Land ab. Und der dritte Grund, weshalb ein FSC-Siegel ganz sinnvoll ist, ist, die kontrollieren vernünftig. Die gucken sich den ganzen Wald an, dem sie ihr Siegel erteilen. Die kommen regelmäßig wieder und gucken sich den Wald wieder an. Und du musst wirklich massiv Auflagen erfüllen, um dieses Siegel zu bekommen und behalten zu können. Das heißt, dass jemand, der Scheiße baut, das Siegel immer noch behält und weiter behält und weiter behält, das ist fast ausgeschlossen. Ja? Mini-Risiken bleiben überall. Das gibt es sowieso überall im Leben, ne? Jetzt Kritik am FSC. Dazu verlinke ich euch gerne mal einen interessanten Beitrag, der die Kritik am FSC ganz gut zusammenfasst. Was nicht in diesem Beitrag drin ist, also guckt euch den gerne gleich an, sobald ich euch sage, dass ihr ihn angucken sollt, mich noch kurz aussprechen lassen. Der FSC besteht aus drei Kammern, also das Überwachungsgremium dieses FSCs besteht aus drei Kammern. Es gibt da eine Wirtschaftskammer, eine Sozialkammer und eine Ökokammer, grob gesagt. Das Blöde ist bloß, dass du quasi in allen drei Kammern auch Vertreter der Wirtschaft hocken hast, was dazu führt, dass diese drei Kammern, die theoretisch gleichberechtigt sind, alle so einen gewissen, also dass der Wirtschaftsfaktor über die drei Kammern verteilt überwiegt. Nichtsdestotrotz haben die in der Sozial- und in der Ökokammer nicht die Mehrheit. Sollte also die Ökokammer, in der dann auch wirklich Ökoverbände drin hocken, beschließen, dass irgendeine Maßnahme X völlig unökologisch ist und dagegen ein Veto einlegen, sobald eine Kammer sagt, das geht nicht, dann kann es nicht funktionieren, weil es müssen alle drei Kammern zustimmen. So grob, ganz, ganz grob. Kann man schon davon ausgehen, dass also die Ökokammer ein völlig Unöko-Vorhaben verhindern kann, obwohl in der Ökokammer auch eben Wirtschaftsvertreter drin hocken. Das heißt, es ist nicht ganz, ganz perfekt, aber ich sehe da auch kein Potenzial für furchtbaren Missbrauch. Ganz grob erklärt. Das wäre wirklich nochmal ein extra Video, wenn man das nochmal ausführlicher machen wollte. So. Und der andere große Kritikpunkt am FSC ist, dass die ihre 10 Prinzipien haben, die brauchen wir jetzt auch nicht alle nennen, die im Prinzip sinnvolle und nachhaltige und ökologische Forstwirtschaft herbeiführen sollen. Diese Prinzipien aber je nach Land, in dem die Zertifizierung stattfindet, in unterschiedlichen Standards umgesetzt werden. Und das hängt davon ab, wie reich das Land quasi jeweils ist und wie die Voraussetzungen im jeweiligen Land sind. Soll heißen, wenn du in Deutschland ein FSC-Zertifikat haben möchtest, dann musst du over the top, um das mal auf Englisch auszudrücken, wirklich übertrieben tolle Forstwirtschaft durchführen. Ja? So öko wie nur irgend geht und du hast zig Auflagen, die ein kleines bisschen das Holz nur einen Hauch besser machen und gleichzeitig den Aufwand für die Holzbringung massiv erhöhen und so weiter. Also da ist Zeug dabei, das ist wirklich, da kann man sich echt fragen, ob das sein muss.
tun auch viele Leute, aber im Endeffekt das Resultat ist, deutsches FSC-Holz ist tatsächlich Öko-Holz, viel Ökorer gilt nicht mehr. Wenn man also Holz aus so schonen wie möglich Forstwirtschaft haben möchte, dann kann man deutsches FSC-Holz bedenkenlos kaufen, da kann man sich dann sicher sein, dass das wirklich total Öko ist. Ja, ob das sein muss, kann man sich streiten. Das Resultat ist es jedenfalls, ist dann jedenfalls toll. Andersrum, wenn wir uns zum Beispiel Schweden angucken, und dazu jetzt auch gleich dann dieser Link, den ihr euch dann angucken könnt, wenn ihr wollt, wenn ihr noch nicht genug habt, die Schnauze noch nicht voll ist. Das geht nicht lang, das andere kleine Video. Da wirft man den Plus-Minus vor. Ja, guckt es euch erstmal an. Guckt es euch jetzt an dieser Stelle mal an. Ich mache einen Schnitt und ihr guckt und dann geht's weiter. So, dann habt ihr jetzt geguckt oder auch nicht. Ist auch Wurst dann. Meine Argumentation ist folgende. Die sagen da unter anderem, ja, im Direktinterview mit dem etwas überforderten FSC-Fuzzi. Fuzzi ist nicht böse gemeint. Dass sie doch da alte Bäume fällen und trotzdem ein FSC-Zertifikat geben, obwohl die Bäume ja auch so alt sind. Ich habe schon wieder vergessen, wie alt, 150, irgendwie sowas um den Dreh. Dazu sagt der, ja gut, alte Bäume fällen, das ist irgendwo der Sinn der Forstwirtschaft und dass alte Bäume fällen nicht per se gleich böse ist. Und das ist schon ein springender Punkt, weil, wo bei uns das Holz so schnell wächst, dass eine Fichte mit meinetwegen 80 Jahren hiebsreif ist, wächst in Skandinavien halt so langsam, dass eine Fichte halt erst mit 150 Jahren hiebsreif ist oder 140 oder was auch immer. Jedenfalls erheblich älter. Und deswegen kannst du nicht einfach als Deutscher hingehen und deutsche Maßstäbe an schwedische Ökologie stellen. Nee, geht nicht. Andere Ökosysteme, Borealis und kühlgemäßigte Zone. Ja, das ist nicht das Gleiche. Nächstes Problem, die Sache mit dem Kahlschlag. Und dann auch noch im Kahlschlag. Ich hatte es ja schon eingangs erwähnt, Fichte verjüngt sich in Skandinavien natürlich im Kahlschlag. Das ist also die natürliche Form, die ein Fichtenwald zusammenbricht. Wenn man das also mit dem Harvester künstlich herbeiführt, ist der Schaden ein anderer, als das bei uns der Fall ist. Wobei uns der Wald, die Waldverjüngung tatsächlich einzelstammweise natürlich gesehen erfolgt oder zumindest in kleinen Gruppen und nicht in großen Kahlschlägen. Während das eben, ja, hab's ja gerade gesagt, in Skandinavien durchaus üblich ist. Also bildet man da quasi den natürlichen Baumexodus nach, wenn man einen Kahlschlag macht. Und das nächste ist flächiges Befahren der Böden, was in Deutschland ein No-Go ist, ist bei skandinavischen Böden viel weniger schlimm, weil die einfach noch ganz andere Böden haben. Das sind entweder sehr junge Böden und entsprechend flachgründig. Und ob du einen flachgründigen Boden verdichtest oder nicht, ist im Grunde relativ wurscht, weil da ist kaum Boden da, den man verdichten kann. Oder da sind so viele Felsen im Boden, dass du auch wieder nichts verdichten kannst, weil das alles Massivmaterial ist. Oder es sind Böden, die ohnehin schon verdichtet sind bis zum Abwinken, weil da bis vor 10.000 Jahren noch ein Kilometer Eis draufgelegen ist, der auch ziemlich bodenverdichtend wirkt. Ne? Und es könnte auch sein, dass wir es mit ganz vielen, also mit einem hohen Anteil turniger Böden zu tun haben, die eben durch Gletscherabrieb primär entstanden sind. Und Ton ist ein Material, das kannst du fast nicht verdichten, das ist ohnehin schon super dicht. Und damit ist Befahrung von skandinavischen Böden, grob gesagt, grob, nicht immer, aber grob, deutlich weniger unproblematisch als deutsche Böden zu befahren. Weshalb die Skandinavier auch keine Harvester sind böse Lobby in ihrem Land entwickelt haben. Die sind noch naturverbundener als wir, mit Sicherheit. Aber Harvester sind bei denen nicht böse, weil sie bei denen nicht so böse sind, wie sie es bei uns sind. Wir haben sehr wohl Böden, die durch die Teile wirklich massiv geschädigt werden können. Nicht zwingend müssen, aber können. Und das kann man einfach nicht 1:1 vergleichen. Das ist wie mit dem Jedermannsrecht. In Skandinavien funktioniert es, aber die haben auch viel weniger Einwohner pro Fläche als wir, die wir viel mehr Einwohner pro Fläche haben und man deshalb meiner Meinung nach ein Jedermannsrecht in Deutschland auf keinen Fall durchsetzen könnte, weil wir schlicht und ergreifend pro, meinetwegen 100 Einwohner mindestens einen Idiot haben und ein Idiot pro 100 Einwohner reicht völlig, dass dann pro Quadratkilometer Wald 3 bis 4 Idioten rumspringen würden. Und die reichen, um den Wald zu vernichten. Akku leer. Muss nochmal kurz tauschen.
Ja, der nächste große und beliebte Kritikpunkt an FSC besteht dann darin, dass sie auch Nutzung von Primärwäldern zertifizieren. Primärwald heißt im Grunde Urwald. Ein Wald, der vom Menschen unbeeinflusst primär hochgewachsen ist und nicht erst irgendwann von uns gepflanzt worden ist. Das betrifft im Wesentlichen nur die Tropen, weil woanders gibt es solche Wälder eben kaum noch. Höchstens noch in Russland, beziehungsweise generell eben den borealen Nadelwald. Da gibt es noch so ein paar Stückchen, mit Sicherheit auch noch ganz viele Stückchen. Nur ist da halt auch nicht so dramatisch, aber haben wir schon gesagt. So, zurück in die Tropen und jetzt gibt es eben FSC-Zertifikate, obwohl man da in den Urwald reingeht, diesen vom Menschen unbeeinflussten Wald und da jetzt Bäume fällt. Ja, und warum gibt es da FSC-Zertifikate für? Was ist da die Idee dahinter? Naja, dass man die komplette Rodung des Waldes vielleicht eher verhindern kann, indem man sagt, ihr könnt da einzelne wertvolle Bäume rausholen. Das ist der springende Punkt, ist einzelne wertvolle Bäume rausholen und die dann eben legal auch gerne mit unserem Zertifikat entsprechend verkaufen. Und damit verdient ihr dann den Arsch voll Geld und dann habt ihr nämlich Geld und dann seid ihr nicht mehr darauf angewiesen, euch irgendwie versklaven zu lassen mit illegaler Holznutzung und den ganzen Wald platt zu machen. Denn was man wissen muss zum Tropenwald, wir haben 1 bis 2 wertvolle Bäume pro Hektar. Alles andere, was da rumsteht, ist Holz, das wirtschaftlich nicht interessant ist. Diese edlen Tropenhölzer ist nicht so, dass die überall stehen, sondern wie gesagt, 1 bis 2 richtig wertvolle Bäume pro Hektar. Was der Illegale macht, ist einfach alles platt machen und wenn was Wertvolles dabei ist, wird das verhökert und der Rest wird einfach egal, der kann man zur Brandrodung nehmen oder sonst irgendwie und bahnt sich da irgendwie einen Weg durch. Und alles, was halbwegs brauchbar ist, wird natürlich mitgenommen und der Rest verbrannt. So. Und bei der FSC-Holznutzung, auch im Urwald, sieht das grob so aus wie beim sogenannten Low-Impact-Logging. Da kannst du in einem superarmen Land mit ganz wenig technischen Möglichkeiten die Holznutzung um, ich sag mal, 80% schonender gestalten. Sie findet noch statt, aber sie ist 80% schonender. Von nachhaltig kann hier nicht die Rede sein. Nutzung von Tropenwäldern ist nie nachhaltig. Die regenerieren sich quasi nicht, wenn du da Holz rausnimmst. Aber trotzdem wird das Tempo der Entwaldung in den Tropen massiv reduzieren und der Wald bleibt bestehen, weil man versucht dann wirklich über relativ schmale Gassen nur zu den wertvollen Bäumen zu kommen, holt nur die wertvollen Bäume raus und der Restwald drumherum bleibt halt eben stehen. Und das ist der springende Punkt. Das ist zwar auch nicht toll, aber es bringt Geld in die Region. Es gibt den Menschen eine Alternative zu, ich mache einfach alles platt und gucke, dass ich dafür 3,50 Euro bekomme. Es liefert halt auch wirklich ein Produkt, das dann gerade auch mit dem FSC-Zertifikat so viel mehr Geld einbringt als der illegale Variante, dass das aus meiner Sicht eine richtig gute Idee ist. Aus meiner Sicht, ja. Muss man ja nicht teilen. Und deswegen finde ich Kritik daran, dass die auch in Primärwälder gehen, das ist aus meiner Sicht wieder mal radikal ökologisch, ne? Also grüner Terror fast schon. Es ist in so vielen Hinsichten so eine gute Idee, das zu machen, um den Wald letztendlich zu erhalten. Und es könnte funktionieren. Anders als eben ein, nein, wir müssen den Tropenwald erhalten, Tropenwald muss ab sofort geschützt sein und dann sollen sie doch Kuchen essen, wenn sie kein Brot haben, die einheimische Bevölkerung. Die einheimische Bevölkerung interessiert uns einen Scheiß, Hauptsache der Tropenwald wird gerettet. Hätten wir Tropenwald in Deutschland, wir würden ihn auch retten. Dann hätten wir, wäre schon längst, der wäre schon sowas von weg. Sowas von weg. Wir haben bei uns alles ausgeplündert, was geht. Jetzt sind wir dadurch reich und jetzt gehen wir in die Welt und sagen den anderen, dass sie nicht ausplündern dürfen, was geht. Weil wir es gemacht haben und festgestellt haben, och, das war ja gar nicht so cool, denken wir jetzt. Aber es war doch cool, weil wir wären wirtschaftlich nicht so reich, wie wir sind, wenn wir nicht alles ausgeplündert hätten, was geht.
Und deswegen bin ich ganz, ganz, ganz vorsichtig immer, wenn man versucht, irgendwelchen Ländern mit ganz anderen Ökosystemen, ganz anderer Ressourcenlage und ganz anderen Ausgangsbedingungen irgendwelches deutsches Wesen angedeihen zu lassen, an dem sie genesen sollen oder sowas. Hat er, glaube ich, mal gesagt, der Kaiser sonst wie irgendein Wilhelm, glaube ich, oder ich weiß es nicht mehr, aber stammt jedenfalls aus dem, böses Wort, ich versuche es korrekt auszusprechen, Kolonialismus. Oh, scheiße. Echt ein schweres Wort. So. Es ist nicht nur ein schweres Wort, es ist auch ein geeignetes, fast schon geeignetes Schlusswort. Denn ich habe noch einen Punkt, nämlich die Idee, einzelne Bäume aus dem Urwald zu verkaufen. Auch wenn der damit dann nicht mehr 100% Urwald ist, sondern nur noch, weiß ich nicht, ja, auch geschädigt wird, aber so halbwegs erhalten. Die hat meiner Meinung nach viel Parallelen mit der Idee, dass man Arschlöchern für ganz viel Geld erlaubt, mal einen Tiger oder einen Löwen oder einen Elefant oder ein Nashorn zu schießen. An sich sind die natürlich so sehr bedroht, dass man jedes Tier, das fehlt, schmerzhaft vermissen muss. Aber mit dem Geld, was ein reiches Arschloch aus zum Beispiel den USA bereit ist zu bezahlen, für das perverse Vergnügen, einen Elefant zu töten, können sie halt vor Ort für Jahre den Schutz der anderen Elefanten bezahlen. Ja, die können Ranger-Trupps losschicken, die entsprechend mit Gewehren ausgestattet sind, um andere Wilderer abzuschrecken. Sie können Aufklärungskampagnen fahren mit jede Menge Geld. Und da muss man wirklich sagen, der Nutzen für den Arterhalt ist dann so hoch, weil das reiche Arschloch so viel Geld zahlt, dass man dann fast irgendwie das als notwendiges Übel akzeptieren muss, dass es einen Jagdtourismus auf seltene Tierarten beispielsweise gibt. Was man deswegen nicht akzeptieren muss, ist, beziehungsweise was man deswegen trotzdem glauben darf und aussprechen darf und empfinden darf, ist, dass derjenige, der seltene Tiere zum Vergnügen abschießt, ein vollkommener Arsch ist. Ja? Und man darf ihm schlimme, schlimme, schlimme Dinge, die ich jetzt wieder aus politischen Gründen nicht aussprechen darf, an den Hals wünschen. Das kann man alles tun. Das ist durchaus legitim. Aber für das Land und für die Region ist es ein Übel, das sich aber letztendlich lohnt irgendwo. Und so ist das auch mit Privatwaldnutzung, um eben die Vernichtung durch Nutzung zu verhindern. Ja, klingt wie ein Widerspruch, muss aber nicht zwingend einer sein. Ja, und bei der ganzen FSC-Geschichte, muss ich vielleicht noch schnell erwähnen, das hatte ich vergessen, dann war das doch nicht das Schlusswort, dann kommt jetzt das Schlusswort. es gibt FSC-Mix-Zertifikate und es gibt FSC-100%-Zertifikate. Ich blende euch die mal ein, wenn ich sie gerade spontan finde. Wenn nicht, sucht euch irgendein Holzprodukt, wo das hoffentlich draufsteht. 100% bedeutet, dieses Produkt besteht zu 100% aus FSC-zertifiziertem Holz und Mix bedeutet, grob gesagt, da ist ein kleiner Anteil zertifiziertes Holz drin. Alles andere Holz, was zusätzlich noch verarbeitet worden ist, stammt zumindest aus legalen Quellen. Ich bin mir nicht 100%ig sicher, ob die das jedes Mal wirklich, wirklich, wirklich gewährleisten können, aber man kauft definitiv sichereres Holz mit FSC-Mix als ganz ohne Siegel. Übrigens auch noch zu der Sache mit dem Herkunftsland als möglicher Ausschluss von illegalem Holzeinschlag. Wenn das nicht draufsteht auf einem Holzprodukt, einfach mal nachfragen. Nochmal so ein kleiner Pro-Tipp. meistens wissen sie es doch irgendwie, wo sie es herhaben und machen halt nicht damit Werbung, aber können es einem mitteilen. Und ja, also FSC-Mix, das mag so ein bisschen nichts Ganzes und nichts Halbes und irgendwie blöd zu sein, aber im Zweifel ist es halt immer noch wirklich viel, viel, viel besser als nichts. FSC 100% ist über jeden Zweifel erhaben. Also
über 99,5% aller Zweifel und näher an perfekt werden wir auf keinen Fall rankommen. Und deswegen soll es das jetzt aber wirklich gewesen sein. Ich wünsche trotzdem einen erholsamen Abend, der gerade vermutlich ist. Gegebenenfalls gute Nacht bei der Länge dieses Videos und bis zum nächsten Mal. Und ich hoffe, es war abwegs interessant und ich bedanke mich abschließend fürs Zuhören oder gegebenenfalls zu sehen. Letzteres war zwar nicht so zwingend erforderlich, aber habt ihr ja vielleicht trotzdem gemacht. So, tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal.